Herzliches Willkommen hier in der altehrwürdigen Maschinenhalle der Stadtwerke Lemgo, wo wir heute den zweiten Kongresstag unseres 12. Jahreskongress des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung ausstrahlen. Und natürlicherweise haben Sie schon gemerkt, in digitaler Form. Mein Name ist Hagen Fuhl. Ich bin Prokurist der Firma Senatec mit Standort in Schweinfurt. Wir bauen den DAX. Und als zweiter Job habe ich natürlicherweise noch hier Vizepräsident des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Funktion. Nun, ich bin heute nicht alleine, der Sie heute durch diesen Nachmittag führen wird, sondern ich habe mir natürlich Verstärkung mitgebracht. An meiner Seite links werden Sie Herrn Uwe Weber sehen. Herr Uwe Weber ist der Bereichsleiter der Stadtwerke Lemgo für den Bereich Stromerzeugung und Wärmeerzeugung. Und er wird mit seiner Kompetenz hier mir zur Seite stehen und auf Ihre Fragen, die Sie hoffentlich hier in zahlreicher Form an uns stellen werden, hier im Chat, dann natürlicherweise auch kompetent antworten können. Vielleicht ein paar Worte noch, Uwe, zu deiner Person, damit die Leute auch ein Bild von dir bekommen. Danke für die nette Begrüßung. Und in der Tat, ich bin schon seit ganz vielen Jahren, fast 30 Jahre hier im Haus. Und die Schwerpunkte meiner Tätigkeiten sind Kraft-Wärme-Kopplungskonzepte, jetzt verstärkt in den letzten Jahren Wärmepumpenkonzepte, Großwärmepumpen. Und auch die Energiewirtschaft. Und allerdings bin ich nicht nur der Planer und Erdenker von verschiedenen Dingen hier bei den Stadtwerken, sondern ich betreibe auch diese Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Das heißt, ich muss also auch das dann selber ausbaden, was ich mir da eingelöffelt habe. Und jetzt vielleicht noch eine kurze Vorstellung der Stadtwerke Lemgo für diejenigen, die sich heute neu zugeschaltet haben. Lemgo ist eine kleine Stadt mit ungefähr 44.000 Einwohnern am östlichen Rand von Nordrhein-Westfalen. Und was ungewöhnlich für eine Stadt in dieser Größe, gerade in Westdeutschland ist, ist, dass wir eine Wärmeversorgung haben, die zum großen Teil auf Fernwärme getrieben durch Kraft-Wärme-Kopplung fußt. So beträgt hier der Anteil der Fernwärme am Niedertemperaturmarkt ungefähr 50%. Und unsere Anlagen erzeugen davon im Jahr ungefähr um die 90% in Kraft-Wärme-Kopplung. Und ich möchte nur kurz hier drei Kennzahlen nennen, die uns und unser System hier beschreiben. Das eine sind, wir haben hier 33 Megawatt elektrische Leistung in unseren Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen installiert. Und im letzten Jahr war der durchschnittliche Wirkungsgrad, also der Mittelwert des Wirkungsgrads über alle Anlagen, für das ganze Jahr 85%. Also ein sehr enormer Wert, und der zeigt, wie effektiv die Kraft-Wärme-Kopplung sein kann. Dazu gehört auch noch die Volllastbenutzungszahl, um das Benutzungszahl, damit Sie das Ganze richtig einordnen können. Und diese beträgt 3.500 Stunden, auch als Mittelwert über alle Anlagen. So viel aber jetzt auch nur von Lemgo, und wir haben ja heute ein interessantes Programm. Und Hagen, ich gebe an dir wieder zurück, und was kommt heute als erstes? Ja, Sie sehen also tatsächlich ein absoluter kompetenter Gesprächspartner hier an meiner Seite. Nun, was uns besonders freut, ist, dass über 400 Teilnehmer heute an den Bildschirmen sitzen werden und die diesen Jahreskongress mitverfolgen werden. Und das Motto, denke ich mal, das wir uns für diesen Jahreskongress gegeben haben, lautet ja: KWK schafft Kohleausstieg, Wärmewende und Klimaziele, also abgekürzt KWK. Und ich glaube, das Motto hat viele angesprochen, deswegen auch dieser hohe Zuspruch. Nun, was uns heute erwarten wird, ist ganz klar: das Mache aus der Praxis für die Praxis natürlicherweise hier Beispiele aufzeigen werden. Wir werden es im Laufe des Nachmittags natürlicherweise das eine oder andere Beispiel vielleicht noch mal gemeinsam näher beleuchten, der Uwe und ich. Und machen Sie sich mal gespannt auf viele interessante Beiträge aus dem Bereich innovative KWK, also Kraft-Wärme-Kopplung mit erneuerbaren Energien. Darüber hinaus werden wir natürlicherweise einmal beleuchten, was bedeutet denn hier dieses Brennstoffemissionshandelsgesetz für die KWK und Redispatch 2.0, welche Auswirkungen hat es auf die KWK? Und wir werden natürlicherweise auch hier aus der Clearingstelle einen Bericht bekommen über die momentanen Verfahren, die zurzeit laufen.
Und zum Abschluss des heutigen Tages, dann werden wir natürlicherweise unser Präsident Klaus-Heinrich Dahl noch einmal hier die Vorteile, die Vorzüge der blauen Marken noch einmal hier vorstellen. Also ein ganz interessanter Tag, den ich Ihnen heute versprechen kann. Bleiben Sie, wie gesagt, an den Bildschirmen und geben Sie uns Ihre Informationen in Form von Chatbeiträgen natürlicherweise. Sie haben natürlicherweise auch die Möglichkeit im Nachgang, sich diese Präsentation heute noch einmal auf YouTube anzuschauen, oder Sie können natürlicherweise auch mit den Referenten Kontakt aufnehmen, um das vielleicht das ein oder andere Projekt, das Sie selber momentan vielleicht im Auge haben, auch mal detailliert nochmal zu besprechen. Ansonsten, wie gesagt, über Livestream, wer ein Google-Konto hat, der hat natürlich die Möglichkeit, hier uns direkt über den Livestream seine Chat-Fragen zu stellen. Und wie gesagt, wir werden versuchen, natürlicherweise im Laufe des Tages die ein oder andere Frage hier beantworten zu können. Aber seien Sie uns nicht böse, wenn es quasi aus Zeitgründen uns nicht gelingt, alle Fragen zu beantworten. Aber ich werde Ihnen versichern, wir werden auf alle Fälle auf alle Ihre Fragen auch im Nachgang dann später noch eingehen, in Form, dass wir Ihnen die Fragen auch noch als Antwort zuschicken. Ja, wir haben es gehört, Kraft-Wärme-Kopplung. Wir beginnen immer, jeder Kongresstag beginnt natürlicherweise immer mit Grußworten oder mit einer sogenannten Eingangsrede. Und es freut uns natürlich ganz besonders, an dieser Stelle heute jemanden hier zu haben, gewonnen zu haben für diese Grußworte, der in der Politik ja schon ziemlich lange Jahre quasi hier schon behaftet ist und der natürlicherweise auch politische Wissenschaften studiert hat. Er hat von 2005 bis 2017 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und hat natürlicherweise auch in dieser Zeit sich für die Belange schon der kommunalen Wirtschaft eingesetzt. Und 2017 bis 2020, da war er Staatssekretär im Land Schleswig-Holstein. Und seit April 2020, also noch nicht so lange her, da ist er jetzt der Hauptgeschäftsführer des Verband Kommunaler Unternehmen, abgekürzt VKU. Und wir freuen uns auf seine Grußworte und von Herrn Ingbert Liebing. Sehr geehrte Präsidiumsmitglieder des BKWK, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie herzlichen Dank, dass ich heute zur Eröffnung des zweiten Tages Ihres Kongresses zu Ihnen sprechen darf. Für mich ist dies eine besondere Ehre. Der BKWK ist für uns schon ein wichtiger Partner für eine nachhaltige Energiewende, die ja nicht nur eine Stromwende sein soll, sondern auch die Wärme mit beinhaltet, sowie eine bessere Wertschätzung der Kraft-Wärme-Kopplung in Politik und Gesellschaft. Unsere Mitglieder sind Partner. Als Hersteller und Anwender von KWK-Anlagen in der Versorgung von Kunden im gewerblichen bzw. industriellen Bereich und der Fernwärme für Quartiere bzw. Kommunen. Und es gibt einige Mitglieder aus dem Stadtwerkebereich, die bei unseren beiden Verbänden Mitglied sind und neben dem Hauptamt als Botschafter aktiv sind. Zu vermitteln gibt es derzeit ja viel weniger zwischen unseren Verbänden als vielmehr gemeinsam gegenüber der Politik. Die energiepolitischen Entscheidungen der vergangenen Wochen fordern unsere Branche, die für Klimaschutz und für effiziente Energieversorgung so viel leistet. Viele Themen also, auf die ich gleich noch eingehen werde. Zunächst begrüße ich Sie sehr herzlich aus der VKU-Hauptgeschäftsstelle in der Invalidenstraße 91 in Berlin. Der VKU vertritt rund 1.500 Mitgliedsunternehmen aus der Energieversorgung, der Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Abfallwirtschaft und der Stadtreinigung sowie im Bereich Telekommunikation. Mehr als 275.000 Beschäftigte in unseren Unternehmen halten Deutschland täglich am Laufen. Jährlich investieren kommunale Unternehmen 12 Milliarden Euro in kommunale Infrastrukturen der Daseinsvorsorge und sie tragen mit Umsatzerlösen von 112 Milliarden Euro entscheidend zur Wertschöpfung vor Ort bei. Im Hintergrund
sehen Sie vielleicht den Schornstein des Heizkraftwerkes Scharnhorststraße. Damit sind wir nicht nur in der politischen Mitte Berlins, sondern auch schon mitten im Thema. Die Wärmewende ist eines der zentralen politischen Themen der kommenden Jahre. Nicht zuletzt aufgrund des jüngst beschlossenen Kohleausstiegs stehen im Bereich der kommunalen Wärmeversorgung milliardenschwere Investitionen an. Wir haben uns beim KWK-Teil des Kohleausstiegsgesetzes dafür eingesetzt, dass der Kohleersatzbonus und flankierende Vergütungselemente substanziell erhöht werden und weitere Förderelemente, insbesondere der Wärmebonus für erneuerbare Energien und der Power-to-Heat-Bonus, praxistauglicher ausgestaltet werden. Bedauerlich ist aus Sicht unserer beiden Verbände, dass beispielsweise die Grundförderung nur für Anlagen größer 2 MW angehoben wurde. Das schließt viele Anlagen in unserer Mitgliedschaft aus. Diese sind auch beim Wärmebonus für erneuerbare Energien und beim Power-to-Heat-Bonus benachteiligt. Diese beiden Boni können nur von KWK-Anlagen größer 1 MW in Anspruch genommen werden. Damit werden viele kleine KWK-Anlagen, die eben auch einen Beitrag zur Flexibilisierung und zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung beitragen könnten, ausgeschlossen. Wir als VKU hatten uns daher für eine Streichung der 1 MW-Schwelle eingesetzt, leider ohne Erfolg. Da zeigt sich, dass wir in Sachen KWK momentan eher in schwierigen Fahrwassern unterwegs sind. Die Planungssicherheit und der Vertrauensschutz nehmen leider weiter ab. Keine gute Grundlage für Investitionen in die Klimaschutztechnologien. Und dabei gilt es, konjunkturelle Impulse mit Potenzialen der Industriepolitik und der Strukturpolitik und der Klimapolitik zu verbinden. Die verstärkte Einbindung von erneuerbarer Wärme und unvermeidbarer Abwärme, gepaart mit einem dynamischen Neu- und Ausbau der Wärmenetzinfrastruktur, das hat riesige Potenziale, besonders in städtischen Regionen. Aktuelle Berechnungen gehen davon aus, dass deutschlandweit ein Investitionsvolumen von mehr als 30 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 zu bewegen sein wird. Städte wie Bremen, Chemnitz, Dresden, Hannover, Hamburg, Leipzig, München und etliche andere stehen vor Investitionsentscheidungen, zum Teil in dreistelliger Millionenhöhe. Damit diese Transformation gelingt, sind entsprechende Rahmenbedingungen und geeignete Instrumente notwendig, die dem hohen betriebswirtschaftlichen Risiko für die kommunalen Wärmenetzbetreiber gerecht werden. Ende September sind die Haushaltspläne der Bundesregierung im Entwurf veröffentlicht und im Bundestag dann auch debattiert worden. Wir haben die Sorge, dass die Bundesregierung für diese gewaltige Aufgabe der Wärmewende schlicht zu knapp plant. Für das lang angekündigte Förderprogramm Bundesförderung effiziente Wärmenetze ist für die nächsten 5 Jahre ein Fördervolumen von knapp 600 Millionen Euro eingeplant. Dabei ist der Bundesregierung allein durch das Kohleausstiegsgesetz bereits aufgetragen worden, eine zusätzliche Milliarde Euro aus dem Bundeshaushalt für die klimaneutrale Erzeugung und Nutzung von Wärme, wie es in § 58 des Gesetzes heißt, vorzusehen. Und angesichts der Chancen und Risiken, die der Ausbau und die Transformation der Wärmenetze mit sich bringen, ist selbst dies deutlich zu gering bemessen. Wir als VKU, wir setzen uns daher dafür ein, das Förderprogramm Bundesförderung effiziente Wärmenetze mit einem Fördervolumen von 1 Milliarde Euro pro Jahr bereits im Bundeshaushalt 2021 zu verankern, konkret im Wirtschaftsplan des Energie- und Klimafonds, aber auch in der mittelfristigen Finanzplanung. Nun hat uns die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen, Bettina Hagedorn, auf diese Forderung kürzlich geantwortet. Ihrer Ansicht nach
würden die finanziellen Mittel völlig ausreichen. Die Rahmenbedingungen seien allerdings noch ein bisschen auszugestalten. Meine Damen und Herren, das sehen wir schlichtweg anders. Wir bleiben dran, Überzeugungsarbeit zu leisten. Auch bei einem weiteren Thema sind wir derzeit weiter dran, nämlich bei der Begleitung und Umsetzung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes BEHG, das am 9. Oktober im Bundesrat verabschiedet wurde. Da haben wir uns dafür eingesetzt, dass kleinere KWK-Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung unter 20 MW nicht systematisch benachteiligt werden. Der VKU und damit die kommunale Ver- und Entsorgungswirtschaft unterstützt zwar ausdrücklich eine nationale Bepreisung von Treibhausgasemissionen, damit die gesetzten Klimaschutzziele möglichst effizient erreicht werden können. Dies sollte aber die Spezifika der Klimaschutztechnologie KWK ausdrücklich berücksichtigen. Aktuell droht aber Folgendes: Die gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Strom, und das ist ja genau das Merkmal, welches die KWK zu einer Klimaschutz- und Sektorenkopplungstechnologie macht, wird in der derzeitigen Ausgestaltung des beschlossenen Gesetzes zu einem wirtschaftlichen Nachteil. Mit dem Wunsch nach Entlastung der kleinen KWK sind wir leider nicht durchgedrungen. Das ist extrem bedauerlich. Ganz aktuell sind wir gemeinsam, VKU und BKWK, an einem weiteren Thema dran. Wie Sie wissen, sollen Einnahmen aus dem BEHG zur Finanzierung der EEG-Umlage genutzt werden. Dies führt dazu, dass die Beihilferegeln der EU auf das EEG Anwendung finden, was wiederum die Bundesregierung veranlasst hat, die Regelungen für neue KWK-Anlagen in der Eigenversorgung zwischen 1 bis 10 MW zu verändern. So soll die bisherige Begrenzung der EEG-Umlage für diese Anlagen eingeschränkt werden, die etwa zur Energieversorgung von kommunalen Klärwerken eingesetzt werden. Hier müssen wir aufpassen, dass nicht die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagenkategorie gefährdet wird. Und deswegen brauchen wir eine neue Berechnung zur Wirtschaftlichkeit. So einfach, wie es sich die Bundesregierung hier macht, indem sie einfach auf die alten Berechnungen aus dem Jahr 2017 zurückgreift, geht es unserer Auffassung nach jedenfalls nicht. Zu kritisieren ist vor allem aber auch das Hin und Her, das dieser Regelung widerfahren ist. Erst nach monatelangen Verhandlungen mit der EU-Kommission wurde die Einschränkung des Energiesammelgesetzes Ende 2018 aufgenommen. Dann wurde sie Mitte 2019 erfreulicherweise wieder gestrichen. Das war gut. Aber nun erlebt sie ein Jahr später wieder eine Wiederauferstehung. Und das ist ein Verwirrspiel, das wirklich nicht zu akzeptieren ist. Und auch die Einbindung der Verbände bei diesem Thema ist gelinde gesagt unglücklich verlaufen. Diese wechselvolle Geschichte bei dieser Regelung, die zeigt erneut, bei der Verlässlichkeit politischer Rahmenbedingungen ist noch verdammt viel Luft nach oben. Aber meine Damen und Herren, schauen wir zum Schluss auf etwas Erfreuliches, nämlich auf die innovativen Aktivitäten und Projekte unserer Mitgliedsunternehmen. One-Fits-All-Lösungen gibt es weder bundesweit noch in den Städten selbst, wo sich die einzelnen Viertel oder, wie man in Berlin sagt, die Kieze voneinander unterscheiden. Und das wollen wir uns heute ja auch bei Ihrer Veranstaltung ansehen. Macher berichten aus der Praxis. Unter diesem Motto steht der heutige zweite Kongresstag. Freuen wir uns also auf spannende Projekte. Und unsere Unternehmen machen ja viel vor. Nehmen wir das Beispiel der Stadtwerke Lemgo. Die planen eine neue, effiziente Motorkraft-Wärmekopplungsanlage, zu der auch eine Solarthermieanlage und eine Wärmepumpe gehören werden. Dafür haben sie einen Zuschlag für die Förderung eines IKWK-Systems gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Dr. Georg Kleene und sein Team, die das Projekt in Lemgo maßgeblich vorantreiben.
Vor kurzem war ich beim einjährigen Jubiläum von Wärme Hamburg. Es ist ein weiteres zentrales Infrastrukturunternehmen im Hamburger Stadtkonzern mit ambitionierten Plänen. Innerhalb der nächsten 10 Jahre will Wärme Hamburg den Wärmeanteil aus Kohle von heute immerhin 64% auf 0 senken. Und zwar mit einer modularen Erzeugungsstrategie, die maßgeblich auf Erdgas sowie kommunaler und industrieller Abwärme basiert. Die EDG aus Niederolm wurde im November 2019 in Berlin mit dem Internationalen Energy Efficiency Award 2019 ausgezeichnet. Christoph Zeiss hat den Preis für sein anerkennungswürdiges Projekt zur klimafreundlichen Nahwärmeversorgung der Hochschule der Polizei auf dem Hahn im Hunsrück erhalten. Inner City aus Hannover verwirtet bis 2023 bis zu 130.000 Tonnen Klärschlamm in der neuen Klärschlammverbrennungsanlage in Hannover. Überschüssige Wärme speist der Energielieferant ins Fernwärmenetz ein. Das ist nur eine kleine Auswahl, die aber vor allem eines zeigt. Bei den Mitgliedern in unseren Verbänden BKWK und VKU, da brummt es richtig vor Innovationen. Und das gilt es heute zu entdecken. Ich wünsche Ihnen allen einen interessanten und guten Austausch und tolle, erlebnisreiche Projekte kennenzulernen. Ja, an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an den Hauptgeschäftsführer des VKUs, Herrn Liebing, für seine netten Grußworte und natürlich auch für seine besten Wünsche für den guten Verlauf des heutigen Nachmittags. Ja, er hat natürlicherweise viele Themen angesprochen, jetzt in seiner Antrittsrede. Und ich möchte mal ein Thema mal herausgreifen, nämlich das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Das ist ja quasi ab 2021 beginnend, soll sukzessive nach oben gesteigert werden. Und das hat er schon in seinem Beitrag klargestellt. Das führt natürlicherweise bei KWK zu Benachteiligungen. Und er hat natürlicherweise auch ganz klargestellt, dass der VKU dahinter steht, dass man die Hocheffizienztechnologie, die ja auf der Sektorkopplungsseite Wärme und Strom gleichzeitig erzeugt, davon eigentlich entlasten sollte. Jetzt meine Frage natürlich an dich, lieber Uwe. Wie siehst du das? Wie wirkt sich denn dieses Brennstoffemissionshandelsgesetz denn konkret auf die Stadtwerke Lemgo aus? Da muss ich dem Herrn Liebing zustimmen. Das wirkt sich in der Tat schlecht aus. Und es ist wirklich so, dass die KWK gegenüber der direkten Wärmeerzeugung benachteiligt wird. Und das ist auch gar nicht so schwer zu verstehen. Denn durch diesen gekoppelten Prozess erzeugen wir Wärme und Strom gleichzeitig. Und dadurch ist der Brennstoffbedarf schon durch die anteilige Stromerzeugung höher als bei der direkt erzeugten Wärme. Das Problem ist nun, diesen mehr Brennstoff und damit den Anteil der CO2-Kosten dafür umzulegen. Und das geht leider gerecht in Richtung in die einzelnen Sparten geht das eben nicht, weil auf der Stromseite klappt es nicht, weil der Strompreis ja durch den Markt bestimmt wird. Da muss ich mich nach dem Markt richten und meine Anlage gegen den Strommarkt fahren und habe da keine Möglichkeit, den mehr CO2-Preis umzulegen. Auf der Wärmeseite geht es eigentlich auch nicht, weil ich auf weil ich Verpflichtungen aus meinen Wärmelieferverträgen habe und ich kann tatsächlich nur nach einer gewissen Zeit meine Wärmepreise erhöhen. Und in Lemgo ist jetzt passiert konkret Folgendes. Wir werden im nächsten Jahr zum 1. Januar die Gaspreise um 6 Euro die Megawattstunde und den Wärmepreis um 9 Euro die Megawattstunde erhöhen. Und jetzt passiert genau das, was eigentlich nicht passieren sollte. Nämlich das System sollte ja eigentlich dafür sorgen, dass CO2-intensive Brennstoffe höhere Kosten verursachen als CO2-weniger intensive Verfahren und Brennstoffe und damit eine Lenkungswirkung zu erzielen. Und hier passiert bei uns genau das Umgekehrte. Und das ist eben das Problem, das angegangen werden muss. Und natürlich gibt es auch Lösungsmöglichkeiten, auch in der Fernwärme, die wir als Stadtwerke selber auch zumindest anteilig machen können, nämlich indem wir den Anteil der erneuerbaren Wärme in unserem Wärmenetz, zum Beispiel durch Wärmepumpen, wie wir das jetzt ja auch schon mit der Klärwasserwärmepumpe gemacht haben, oder durch IKWK-Systeme erhöhen. Aber
aber das löst das Problem eben nur zum Teil. Und in dem Zusammenhang, Hagen, meine Frage an dich, wie steht denn der BKWK zum Förderprogramm Bundesförderung für effiziente Wärmenetze? Weil all diese Alternativmaßnahmen bedeuten natürlich auch hohe Kosten für uns Stadtwerke. Ja, Herr Ingbert Liebing hat es ja schon in seinem Beitrag nochmal deutlich gemacht. Die Wärmewende ist eigentlich ein zentrales Thema in der Energiewende. Und in den nächsten Jahren wird es aller Wahrscheinlichkeit Milliarden an Euro bedürfen, um in den Stadtwerken tatsächlich das zu realisieren, was unbedingt notwendig ist. Und leider Gottes ist, wenn wir von der Energiewende sprechen, immer noch die Stromwende gemeint. Wärme kommt darin also noch nicht so vor, wie wir uns das wünschen. Das fünfte Rad am Wagen, das muss sich und das soll sich jetzt auch ändern. Und der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung, der steht ganz klar auch hinter den Zielen. Wir selbst sehen eben auch 600 Millionen Euro nur für Wärmenetzausbau und Speicher in den nächsten Jahren. Das ist viel zu wenig, sondern da muss deutlich mehr passieren. Nicht kleckern, sondern klotzen. Wenn wir tatsächlich die Klimaziele 2030, sukzessiv 2050 erreichen wollen, dann muss jetzt wirklich ein richtiger Schuss nach vorne letztendlich passieren. Also 1 Milliarde Euro, das sehen wir genauso wie Herr Liebig, das sollte unbedingt auch in die Wärmeversorgung jetzt auch in den nächsten Jahren hier investiert werden seitens der Bundesregierung. Nun, wir haben das Thema Brennstoffemissionshandelsgesetz jetzt schon ziemlich ausführlich besprochen und ihr kommt gleich zu meinem nächsten Beitrag von einem, der schon seit Gründung des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung Mitglied des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung ist. Er ist also jahrelanges Vorstandsmitglied, hat Physik studiert, also er weiß, von was er spricht und ist seit 1979 hier am Lehrstuhl für Energietechnik an der Universität Duisburg-Essen tätig. Und Herr Ottmar von Hein, der wird uns jetzt die Auswirkungen des nationalen Emissionshandels auf die KWK näher erläutern. Ja, vielen Dank für die Einladung beim digitalen Jahreskongress des BKWKs 2020 etwas über die Auswirkungen des nationalen Emissionshandels auf den Betrieb von KWK-Anlagen berichten zu dürfen. Ich habe vor, Ihnen kurz die Motivation zu präsentieren und die gesetzlichen Grundlagen und Entwicklungsschritte des Brennstoffemissionshandelsgesetz, kurz BEHGs, zu erklären. Die Auswirkungen, die wir dann für motorbetriebene Eigenversorgungsanlagen und auch für Gasturbinenanlagen durchgerechnet haben mit unserer Simulation, stelle ich etwas ausführlicher vor. Zum Abschluss kommen noch kurze Hinweise auf die Situation für kommunale Anlagen und ein Blick in die noch offenen, teils tatsächlich ungeklärten Rechtsfragen. Also mein Name ist Ottmar Verheyen, ich bin seit über 40 Jahren Mitarbeiter am Lehrstuhl Energietechnik der Universität Duisburg-Essen. Eine Fusion der Universitäten in Duisburg und Essen 2003, seitdem sind wir eine sehr große Hochschule. Am Lehrstuhl von Frau Professor Heinzel beschäftigen wir uns aber hauptsächlich mit Brennstoffzellensystemen, mit der Batterieforschung, also elektrisch-chemische Forschungsthemen. Aber wir haben natürlich auch den Schwerpunkt Kraft-Wärme-Kopplung und Nah- und Fernwärmenetze. Und ich bin ja seit 20 Jahren im BKWK aktiv. Zur Motivation ist eigentlich alles kurz gesagt. Der Klimawandel beschleunigt sich massiv. Wir haben CO2-Konzentration in der Atmosphäre wächst. Wir sind da schon deutlich in einem kritischen Bereich, wo der IPCC vermutet, dass man das 2-Grad-Ziel vielleicht schon nicht mehr erreichen kann, auch wenn aktuell eine Studie sagt, es ist noch möglich, das 1,5-Grad-Ziel von Paris noch einzuhalten. Aber hier ist der Handlungsdruck groß. Und diese Folie aus dem Spiegel online habe ich mal kurz zum Nachstudium im Nachgang mal aufgeführt, weil Exxon wusste schon 1982 Bescheid, wie sich das mit der CO2-Konzentration in der Luft und der mittleren Erdtemperatur verhalten wird.
Ja, das Brennstoffemissionshandelsgesetz gibt es im Prinzip erst seit Oktober 2019 als ersten Entwurf. Und da waren noch die relativ niedrigen Sätze, 10 Euro pro Tonne 2021 und so weiter, drin enthalten. Das Gesetz ist 2012 im Bundestag verabschiedet worden, am 12.12.2019 verabschiedet worden, am 19.12. im Bundesgesetzblatt erschienen, am 20.12. in Kraft getreten. Warum sage ich das? Weil vier Tage vorher, nämlich am 16.12., schon eine Bund-Länder-Kommission im Rahmen des Klimapakets 2030 schon festgelegt hat, dass die Werte sich doch erhöhen sollen, nämlich auf 25 Euro pro Tonne für 2021 und entsprechend für etwas höhere Werte auch in den folgenden Jahren. Das kann man ja hier in der Folie relativ gut sehen. Ja, der Bundesrat hat zugestimmt im Der Umweltausschuss im Oktober und im 8. Oktober dieses Jahres ist die zweite und dritte Lesung gewesen. Es gibt dann noch weitere ergänzende Rechtsrahmen, nämlich das Brennstoffemissionshandels, die Verordnung dazu und die Berichterstattungsverordnung. Da kommen wir später nochmal zu. Die Rechtsanwaltskanzlei Rödel und Partner hat hier mal gezeigt, wie sich das entwickelt für Erdgas zum Beispiel. Das ist die grüne Kurve, also die eben schon gesehenen 5,05 Euro pro Megawattstunde in 2021 und entsprechend steigend. Wir haben ein bisschen überlegt, ob wir das alles richtig verstehen. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz sagt in § 3, dass ein Zertifikat, was man erwerbt, und erwerben muss für die Kohlendioxid-Äquivalenz gilt, also für das CO2-Äquivalent. In der Brennstoffberichterstattungsverordnung 2022 steht definitiv in der Anlage 1 Teil 4 aber drin, dass es 0,056 Tonnen CO2 pro Gigajoule Erdgas ist. Das ist tatsächlich exakt die 202 Kilogramm CO2 pro Megawattstunde auf den Heizwert bezogen. Also wo da die CO2-Äquivalente sind, ist mir leider noch nicht wirklich erschlossen worden. Ja, diese Folie ist auch eher nur zum Nachstudium zu sehen. Es ist nochmal eine Abgrenzung des nationalen Emissionshandelsgesetzes des BEHGs zum europäischen Emissionshandel. Das ist einmal im europäischen Emissionshandel ja so, dass Betreiber von Anlagen mit Feuerungsleistung größer 20 MW berichtspflichtig, abgabepflichtig werden. Beim nationalen Brennstoffemissionshandelsgesetz ist es hauptsächlich natürlich der Inverkehrbringer, also der Brennstoffhändler, der verantwortlich ist. Die CO2-Zertifikate im nationalen Emissionshandel werden sukzessive weniger kostenlos abgegeben. Und das sind hauptsächlich Zertifikate für die energieintensive Industrie und für die Wärme aus KWK-Anlagen. Hier habe ich nur mal rein informativ das Inhaltsverzeichnis des Brennstoffemissionshandelsgesetzes aufgeschrieben. Auch das ist im Detail nicht wichtig. Ich wollte aber auf der Folie hinweisen, dass in der Anlage 2 definitiv die Brennstoffe für die Emissionsberichterstattung 2021 und 2022 genannt sind und da ist Steinkohle und Braunkohle nicht zu finden. Also die sind erstmal raus, die Braunkohlestaubfeuerung ist erstmal nicht betroffen. In der Folie können Sie jetzt erkennen, dass die 65 Euro pro Tonne, die das BEHG ab 2065 in der Größenordnung vorschreibt, im Verhältnis zu der bisherigen Belastung von verschiedenen Brennstoffen mit einer Abgabe, die man natürlich auf CO2 umrechnen kann, ein relativ moderater Wert ist. Wir sehen hier Kerosin und Strom zum Beispiel ist kaum belastet. Die Brennstoffe Benzin und Diesel allerdings schon sehr deutlich. Die Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, das ist natürlich immer wieder ein interessantes Thema, weil man sich da natürlich mit Allgemeinplätzen halten kann. Wir haben aber in einer Kurzstudie vom Mai 2020, die dann später in den VIK-Mitteilungen auch ergänzt nochmal erschienen ist, mit einem konkreten Industrieprojekt und Fall beschäftigt, wo die
entsprechenden Daten dann vorlagen. Bei den Prognosen für die Zukunft, für so eine Berechnung ist es immer schwierig. Wir haben uns hier an Agora-Prognose für die EEG-Umlage orientiert. Wir sehen aber, dass die Jahre 2019 und 2020 schon etwas andere Werte gezeigt haben. Mit den konkreten Werten haben wir natürlich die Berechnung gemacht, aber ansonsten tendenziell uns an diese Entwicklung angepasst. Das kann man hier jetzt mit der blauen Kurve sehen. Das ist die EEG-Umlage und zwar hier noch 100%. Wir haben ja 40% in der Eigenversorgung dann nur anzusetzen. Und das Rote sind die Belastungen aus dem CO2-Preis des BEHGs. Wir haben dann in dem Unternehmen uns genau die Stromlastgänge und Wärmelastgänge angeguckt. Eine Anlage, die 18 Gigawattstunden Strom im Jahr braucht und mit maximal 3,4 MW Leistungsspitzen verzeichnet. Wir haben im Wärmebereich maximal 5 MW, 14 Gigawattstunden, ist also ein mittlerer Betrieb der Lebensmittelbranche. Dann haben wir angenommen, dass die KWK-Anlage sehr gut in das Wärmebedarfsprofil passt. Ein Motor mit einer Stromkennzahl annähernd 1, heißt also 2 MW elektrisch und 2 MW thermisch. Die Gasturbine hat auch 2 MW thermisch, aber natürlich wegen der anderen Wirkungsgradsituation nur 0,8 MW elektrisch. Auch hier sind die Daten natürlich beliebig interpretierbar. Wir haben Eigenerzeugung, das sind die großen Anteile, mit dem Motor natürlich deutlich mehr. Wir haben aber noch Resteinspeisung ins öffentliche Netz und so ist diese Simulation dann durchgeführt. Wir haben auch bei den Investitionskosten für das BRKW mehr als doppelt so viel als für die Gasturbine, wegen der elektrischen Leistung nachvollziehbar. Der Wärmespeicher ist mit vorgesehen, wir haben eine 10-jährige Abschreibungsdauer mit 3,5% Zinssatz. Und die anderen Zahlen sehen Sie da auch. Wo wir nicht so richtig, vielleicht ganz richtig gelegen haben, war die Vergütung des KWK-Stroms, wenn man einspeist. Der KWK-Index ist in den letzten Quartalen noch etwas gesunken. Ergebnis. Wir sehen jetzt hier die rote und grüne Kurve zeigt das Ergebnis einer Motoranlage mit den beschriebenen Parametern bei einem Strombezugspreis von 9 bzw. 11 Cent pro Kilowattstunde. Man sieht aber deutlich, dass zum Beispiel die Anlage jetzt bei 11 Cent pro Kilowattstunde Stromkosten ungefähr 400.000 Euro pro Jahr generieren kann. Und das wird dann auf 200.000 Euro fallen durch die Belastung mit der EEG-Umlage. Man kann also ungefähr sagen, die Hälfte der Performance verlieren diese Anlage. Es gibt in einer Pressemeldung vom 12.03.2020 eine Forderung des BKWK und des AGFWs, wo wir mal gesagt haben, hocheffiziente KWK-Anlagen wäre eigentlich korrekt, die nur mit 50% des CO2-Preises zu belasten. Und dann würde sich aus dieser roten Kurve zum Beispiel die rot gestrichelte Kurve ergeben. Und man sieht, die Verwerfungen würden praktisch eliminiert. Damit rechnen wir aber nicht wirklich. Hier in der Kurve ist dasselbe nochmal deutlich zu sehen. Da haben wir noch 13 Cent Strombezugskosten drin. Und die drei gelben Kurven sind entsprechend für die Gasturbine hier aufgezeigt. Auch die Gasturbine würde etwa die Hälfte ihrer Rendite verlieren. Und auch da ist das nochmal dargestellt mit der Situation, dass wir nur die Hälfte der Abgabepreises bezahlen müssen. Dann würden sich beide Anlagen, die Gasturbine würde nicht so sehr davon profitieren wie der Motor. Trotzdem wäre die Verwerfung deutlich schwächer. Aber nicht nur die Eigenversorgung in der Industrie ist durch das BEHG belastet, sondern natürlich auch kommunale Anlagen. Die Kollegen aus München haben schon im Januar 2019 das Merit-Order-Dilemma der Emissionen einen Artikel betitelt. Das ist zwar nicht ganz so gemeint wie hier, aber er passt, glaube ich, hier auch. Nämlich, wenn der
wenn die Grenzkosten durch die Belastung des Brennstoffs mit CO2-Preisen höher wird, wenn die Grenzkosten höher werden, dann verschiebt sich die KW-Anlage in der Einsatzreihenfolge, weil sie in der Merit Order nach rechts wandert. Und das heißt, klar, sie verliert Volllaststunden, weil dann andere Anlagen eher zur Erzeugung dann herangezogen werden. Werden Volllaststunden verloren, dann heißt das für die kommunale Versorgung zum Beispiel von Fernwärme, dass durchaus vermehrt die Kessel wieder in Betrieb genommen werden, was deutlich mehr CO2-Emissionen bedeuten würde. Das heißt, wir vermuten, dass die CO2-Kosten in der öffentlichen Versorgung nicht auf den Strompreis umgelegt werden können. Sie müssen voll auf den Wärmepreis umgelegt werden. Und das würde aber bedeuten, dass die Belastung doppelt so hoch ist wie die Belastung von Brennwertkesseln, die natürlich mit irgendwas 90% Wirkungsgrad einen deutlichen Vorteil dann haben gegenüber einer KWK-Wärme, die man ja nur zu 45 oder 50% Wirkungsgrad bekommen kann. Auch die Abgabe oder die Umwälzung der CO2-Kosten auf die Wärme ist nicht ganz unproblematisch, weil die Preisgleitklauseln in vielen Verträgen eventuell das gar nicht hergibt. Es gibt weiter noch offene Rechtsfragen und da ist zuerst natürlich die Abgrenzung zum TS zu nennen. Die Abgrenzung ist im § 7 Absatz 5 des BERGs klar definiert, dass eine Doppelbelastung durch den nationalen Emissionshandel und den europäischen ETS vermieden werden soll. Und es ist aber leider so, dass zwar der Berichterstattungsverordnung da einen weiteren klärenden Ansatz im § 11 Absatz 1 zeigt, nämlich dass die Brennstoffemissionen, die genannt werden können, und ermittelt werden können für die Belastung mit BEHG-Umlage, dass man davon die Brennstoffemissionen abziehen kann, die an Unternehmen geliefert werden, die Brennstoffe in demselben Kalenderjahr in Anlagen, die dem europäischen Emissionshandel unterliegen, verbrennen. Das ist relativ klar, aber viele weitere Dinge, wie die Kostenwälzungen im Einzelnen verlaufen werden, sind noch ungeklärt und wir rechnen mit weiteren Regelungen. Eine offene Rechtsfrage ist auch, ob es sich bei den CO2-Abgaben um eine Abgabe oder um eine Steuer handelt. Eine Abgabe ist so definiert, dass ein begrenztes, definiertes Gut vorliegen muss. Das ist tatsächlich eher so. Bei der Steuer ist es doch so, dass sie nur auf verbrauchte Dinge erhoben werden kann. Also zum Beispiel auf Energie, die verbraucht wird. CO2 wird aber nicht verbraucht, sondern wird ja nur emittiert. Es ist also da noch ein bisschen offen. Es gibt zum Beispiel ein Kurzgutachten der ICEM, des Instituts ICEM, im Auftrag der Stiftung Neue Energie, die davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht das BEHG aus diesem Grunde eventuell als verfassungswidrig einstufen könnte, sehr mit Vorbehalt zu genießen, dass dann aber natürlich auch massive Rückforderungsansprüche aus den entsprechenden Unternehmen kommen werden. Ein schwierigeres Kapitel, was Rechtsfragen angeht, ist das EU-Beihilferecht. Wir hatten ja mit dem EuGH-Urteil von 28. März 2019 zum EEG 2012 die Situation, dass dort festgestellt worden ist, das reine Umlagensystem des EEGs stellt keine Beihilfe dar. Das kann man zwar nicht eins zu eins auf alles übertragen, aber das KWKG ist ja auch nach einem Umlageprinzip entwickelt. Und wenn wir hier jetzt aus dem BEHG heraus Einnahmen in den Bundeshaushalt überführen und damit die EEG-Umlage absenken, dann nimmt der Staat hier mehr Einfluss, als er das tun darf. Und es könnte sein, dass das BEHG, oder besser gesagt, dass die Regelungen
wie man die Einnahmen im EEG nutzen will, das Beihilferechtsthema nochmal neu aufspannt. Professor Trapp aus der Uni Trier ist aber sicher, dass es eine verfassungskonforme, nicht steuerliche Sonderabgabe ist. Also wir werden sehen, was sich daraus noch ergibt. Komme ich zu einem kurzen Fazit. Die zwei Emissionen bekommen jetzt fast überall einen Preis. Das ist sicher sehr zu begrüßen. KWK-Anlagen in der Eigenversorgung verlieren etwa die Hälfte ihrer Rentabilität. Das heißt, die Investitionsentscheidungen rutschen sicher etwas in längere Zeithorizonte. Eine verdoppelte Amortisationszeit sind für Industrie-KWK-Anlagen das Knockout-Kriterium. KWK-Anlagen in der öffentlichen Versorgung haben ebenfalls ein Problem, nämlich werden die CO2-Emissionskosten auf den Strom oder auf die Wärme übertragen und angesetzt oder zu gleichen Teilen auf beides. Der Effekt ist eben beschrieben worden. Es sind noch nicht alle Details geregelt oder geklärt. Es werden also weitere Verordnungen noch folgen und wir werden dann sehen, wie sich das alles entwickelt. Die offenen Rechtsfragen, Steuern, Abgaben, EU-Beihilferecht werden sicher erst später durch Gerichte entschieden werden. Und was uns auch sicher sehr wichtig sein sollte, ist, dass es eine Angleichung zwischen den Preisen für CO2 im ETS und im nationalen Emissionshandelssystem kommen sollte. Ja, soweit meine Ausführungen dazu. Fragen sind sicher von fachlichem Publikum hier auch zu beantworten. Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt im Chat einmal die Fragen einmal hier abgefragt und wir sehen schon, da kommen schon die ersten Fragen rein. Eine Frage möchte ich an der Stelle gleich mal vorlesen und die lautet nämlich, warum sollte man dann eigentlich bei diesen negativen Auswirkungen des BIHGs überhaupt noch in KWK-Anlagen investieren? Und diese Frage stelle ich natürlicherweise direkt hier an meinen Fachexperten, an Uwe, und frage natürlicherweise auch noch, wie sieht es denn überhaupt mit der Zielerreichung der 100% Residuallast aus? In der Tat ist es so, dass das BIHG schon die Errichtung von KWK-Anlagen gefertigt. Die Nachteile hatte ich ja schon was zu gesagt und Herr Verein hat es ja auch schon gesagt. Das Problem, was auch eben Herr Verein deutlich gezeigt hat, dass ausgerechnet die Anlagen, die eine hohe Effizienz, also einen hohen elektrischen Wirkungsgrad haben, eben schlecht wegkommen. Also man kann sagen, je besser der elektrische Wirkungsgrad ist, so größer die Nachteile. Liegt einfach daran, weil für die gleiche Menge Wärme dann die Anlage länger laufen muss und eben mehr Strom erzeugen kann. Und auch ist es so, dass wir auf unsere Anlagen bezogen, wir haben ja eine Reihe von ein und zwei, vor allen Dingen 2 MW BRKWs, die häufiger hier eben schon als Beispiel genannt wurden im Betrieb, dass bei den derzeitigen Gas- und Strompreisen ungefähr der Wendepunkt bei unseren Anlagen bei 40 bis 45 Euro CO2-Preis pro Tonne CO2 liegt. Das heißt, ab diesem Preis wird in der Tat der Kessel günstiger als unsere KWK-Anlagen und ich müsste die KWK-Anlagen abschalten und den Kessel fahren. Insofern ist die Frage, die eben hier aus dem Chat gekommen ist, durchaus natürlich berechtigt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, das Ganze spiegelt sich diese Rechnungen auf dem derzeitigen Strom- und Gaspreisniveau wieder. Der Spread zwischen Strom- und Gaspreis ist natürlich eine ganz entscheidende Größe. Und wenn sich der Strompreis in den nächsten Jahren nach oben entwickelt, und es gibt ja viele Gründe, warum das so sein könnte oder vielleicht auch sein sollte, so ist das Ganze dann natürlich wieder vom Vorteil für die KWK-Anlage und das Ganze verschiebt sich wieder zugunsten der KWK-Anlage. Dazu kommt auch noch eben andere Vorteile. Man kann ja auch noch Effekte aus Intraday-Vermarktung und anderen Dingen mit dazu nehmen. Und man muss ja auch noch sehen, neue Anlagen bekommen ja auch eine KWK-Förderung, die man auch noch mit berücksichtigen muss und die einem helfen, zumindest ja wie eine Investitionsbeihilfe über eine bestimmte Zeit die Anlagen wirtschaftlich zu fahren, bis die Investition zurück ist. Also in Summe macht es natürlich schon Sinn, weiter in KWK zu investieren, allerdings mit den eben genannten Hemmnissen und man muss eben ganz genau hingucken und für sein eigenes System, was man hat, einfach mal genau rechnen und eben auch Varianten für die Zukunft rechnen. Die andere Frage von dir, von Hagen, war ja, gefährdet das die Zielerreichung 100% Residuallast? Ja,
Das ist tatsächlich so, weil KWK ist halt eine ist Effizienz. Und wenn diese Effizienz in den Rahmenbedingungen nicht anerkannt wird, ist das schon eine große Gefahr. Und aus diesem Grund enthält ja das KWKG nochmal eine Überprüfung dieses Sachverhaltes, wie sich die zusätzlichen Brennstoff- oder CO2-Benachteiligungen für die CO2 auswirken. Und diese Überprüfung soll in 2022 stattfinden. Und hier muss eigentlich klar gesagt werden, diese muss auch tatsächlich stattfinden. Und es ist eben auch wichtig, dass jetzt die Stadtwerke und anderen Versorger Praxisbeispiele sammeln, wo sie mit ihren Anlagen liegen, damit diese in dieser Überprüfung auch tatsächlich alles das vorgenommen werden kann. Dann wollte ich noch an der Stelle noch sagen, noch zu einer Frage im Chat. Der Uwe Welteke Fabricius hat in dem Sinne ja auch eine ähnliche Frage gestellt, die um das Thema geht, wie kann man die Kosten für die CO2-Belastung zwischen Individual- und KWK umlegen. Und ich denke, diese Frage ist sehr speziell und die würden wir dann im bilateralen Dialog beantworten. Ja, das war jetzt ziemlich viel Theorie, die wir heute eben bis jetzt gehört haben, Hagen. Wie sieht es denn aus mit Praxisbeispielen? Haben wir die auch im Programm? Ja, also zunächst einmal freut es mich natürlicherweise, dass sich KWK nach wie vor noch lohnt und wie gesagt 2022 hier bei der nächsten Novellierung da Korrekturen mit Sicherheit noch vorgenommen werden können. Ja, Sie hast es schon eingangs gesagt, Einsatz von erneuerbaren Energien im Zusammenspiel mit der KWK, das ist eigentlich auch einer der Hauptthemenschwerpunkte unseres heutigen Nachmittags. Und das Thema heißt innovative KWK. Und da möchte ich gleich direkt überleiten zu unserem nächsten Referenten, nämlich David Weiblein. David Weiblein studierte Betriebswirtschaftslehre in Merseburg und ist seit 2019 kaufmännischer Geschäftsführer der BDB in Berlin. BDB steht für Blockheizkraftwerksträger und Betreibergesellschaft. Und er wird uns sein Projekt vorstellen, nämlich Spreewasser und KWK gestalten die urbane Wärmewende in Berlin. Herzlich willkommen zum digitalen BKWK-Kongress 2020. Mein Name ist David Weiblein von der BTB GmbH aus Berlin und ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick geben, wie es uns gelingen kann, die urbane Wärmewende hier in Berlin durch den Einsatz von innovativer Kraft-Wärme-Kopplung nach vorn zu treiben. Die BTB GmbH ist ein klassisches Energieversorgungsunternehmen, was hier im Großraum Berlin innovative und nachhaltige Energieversorgungslösungen für die Kunden umsetzt. Die BTB selbst ist bereits seit ihrer Gründung der Kraft-Wärme-Kopplung verschrieben. Das B in BTB steht für Blockheizkraftwerksträger und Betreibergesellschaft. Wir sind eine 100%ige Tochter der E.ON Energy Solutions GmbH und setzen die innovativen Konzepte für die E.ON hier in Berlin um. Wir betreiben, Stand heute, ca. 130 dezentrale Lösungen, von einfachen Objektlösungen bis hin zu maßgeschneiderten Energiekonzepten für ganze Quartiere. Dabei haben wir immer auf Kraft-Wärme-Kopplung als zentralen Technologiebestandteil referenziert. Heute betreiben wir gemeinsam mit unserem Gesellschafter im Südosten Berlins ein inzwischen 140 Kilometer langes Fernwärmenetz, was dank der Einspeiser über einen sehr attraktiven Primärenergiefaktor von 0,25 verfügt. Nicht zuletzt deshalb, weil der eingesetzte Primärenergiefaktor sich aus 50% regenerativer Energie aus Altholz-Hackschnitzeln zusammensetzt. Ja, wie ich bereits sagte, setzen wir immer auf Kraft-Wärme-Technologie, zertifizieren inzwischen auch unsere innovativen, effizienten Anlagen mit der blauen Energielabel. Und so kann unser Anlagenpark heute nachweisen, dass wir zu über 90% unsere Wärmeerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung gewinnen. Kurz zur Motivation, warum wir in innovative Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie investieren möchten und in der grün-blauen Fernwärmeerzeugung einen relevanten Schritt in die Zukunft sehen. Nun, zunächst einmal, unser Fernwärmekundenbestand ist stets am Wachsen und natürlich müssen und möchten wir die Versorgung gewährleisten können. Insofern erweitern wir stets unseren Anlagenpark. Hier im Bestehenden sind es 24 MW thermisch und 18 MW elektrisch, die am Ende zugebaut sein werden. Dabei setzen wir ganz konsequent
weiter unseren Pfad fort zur Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung, indem wir zum Beispiel als zentrales Element den Einsatz zweier Großwärmepumpen mit jeweils 3 MW thermischer Leistung vorantreiben. Dabei nutzen wir den attraktiven Fördermechanismus und investieren in innovative Ankertechnologie eben zum Gelingen der Wärmewende. Natürlich nicht zuletzt ist es auch eine Imagestärkung für uns als Energieversorger, wenn moderne, umweltfreundliche Energie eingesetzt wird. Und wir betreiben damit gerade am Standort in Schöneweide für uns strategisch den Kohleausstieg für uns direkt an der Spree natürlich voran. Innovationsmerkmal der Projekte in der IKWK, wie wir sie jetzt umsetzen werden. Nun, einerseits, wir werden 23 Gigawattstunden pro Jahr Fernwärme erzeugen mit Umweltwärme aus der Spreeenergie, die also heute völlig ungenutzt bleibt. Wir werden darüber hinaus 70 Gigawattstunden pro Jahr teure CO2-intensive Wärme aus Kesselanlagen substituieren. Wir werden mit dieser Anlage 30% der Referenzwärme aus erneuerbaren Energien für die Fernwärme erzeugen. Und so gelingt es uns, bis zu 14.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzuspeisen. Eine innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage besteht im Wesentlichen aus 3 Komponenten. Zunächst einmal eine klassische KWK-Anlage. Diese kann neu oder modernisiert werden. Sie muss hocheffizient sein, sich im Leistungsbereich von 1 bis 10 MW elektrisch bewegen. Und die Brennstoffeinsätze, aber auch die Technologien sind ganz klassisch und offen. Also von der Dampfturbine über Abhitzekessel, Gasturbinen, GUD-Anlagen, Brennstoffzellen, aber auch OAC-Anlagen, alles vorstellbar. Der zweite Bestandteil in einem IKWK-System ist der innovative, erneuerbare Wärmeerzeuger. Der muss fabrikneu sein, eine Jahresarbeitszahl von über 1,25 haben und eben mindestens 30% der Referenzwärme des Gesamt-IKWK-Systems erzeugen. Dort sind natürlich nur erneuerbare Wärmequellen erlaubt, das heißt unter anderem Solar, Luft, Wärme, Geothermie, aber natürlich auch Kombinationen aus diesen Wärmequellen. Und die Komponente muss ganz klar einer konkreten KWK-Anlage zugeordnet sein, da ja die Kombination dieser Systeme das innovative KWK-System ergeben. Zuletzt der wesentliche Bestandteil auch noch ein elektrischer Wärmeerzeuger. Der wiederum muss nicht fabrikneu sein, aber eine Jahresarbeitszahl von unter 1,0 haben. Und er muss ebenfalls stromseitig mit der KWK-Anlage verbunden sein und unmittelbar in dem Wärmenetz, in das es einspeist, agieren. Ja, und alle 3 Anlagen in diesem Verbund müssen gemeinsam über eine Steuerungs- und Regelungstechnik verbunden sein. Sie müssen natürlich mess- und eichrechtliche konforme Messeinrichtungen installiert bekommen und sie müssen eben wärmeseitig gemeinsam in einem Verbund angeschlossen sein. Ja, die innovative Kraft-Wärme-Kopplung wird seit 2018 ausgeschrieben. Zuständig dafür ist die Bundesnetzagentur. Man kann ein Höchstgebot von 12 Cent pro KWK bieten und ebenfalls attraktiv ist die Zuschlagsdauer, die bei 45.000 Vollbenutzungsstunden liegt im Vergleich zur normalen KWK-Ausschreibung, wo sie nur bei 30.000 Vollbenutzungsstunden liegt. Die maximale Förderhöhe ist auf 54 Millionen Euro begrenzt. Man hat bei der Gebotsabgabe eine Gebühr zu hinterlegen und darüber hinaus eine Sicherheit, und zwar im Umfang von 70 Euro pro kW elektrisch, so wie man es im Gebot angegeben hat. Das Gebotspreisverfahren ist ein Pay-as-Bid und man muss diese Anlage in den Dauerbetrieb übernommen haben, spätestens 4,5 Jahre nach Gebotszuschlag. Wir betreiben, wie ich erwähnte, im Südosten Berlins ein 140 Kilometer langes Fernwärmenetz. In dieses Fernwärmenetz speisen 3 Erzeuger ein. Einerseits das HKW Schöneweide. Das ist ein seit 1963 vorhandener Standort. Der Brennstoff ist dort Steinkohle, aber auch im
Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie. Wir haben dort 50 MW Feuerungsleistung aus zwei Kesseln. Darüber hinaus eine Dampfturbine mit 9,6 MW elektrischer Leistung und 36 MW thermischer Leistung. Der zweite Kraftwerkstandort ist das Heizkraftwerk Adlershof, welches auf den Brennstoff Erdgas und Heizöl abstellt. Das ist so ein bisschen unser Innovationsstandort. Das passt natürlich auch zum Wissenschaftsstandort Adlershof. Dieser Standort macht mit uns immer die Innovationsschritte mit und insofern ist der Anlagenpark dort auch sehr differenziert. Wir betreiben dort eine Gasturbine mit 5 MW elektrischer Leistung, 6 Gasmotorgeneratoren mit 0,4 bis 2 MW elektrischer Leistung, dann einen Dieselmotorgenerator, 4 Heißwassererzeuger mit 20 MW thermischer Leistung und 5 Heißwasserdruckspeicher mit einer Gesamtkapazität von 2000 Kubikmetern Heißwasser. Und last but not least befinden sich an diesem Standort auch 2 Bestandsanlagen Power to Heat mit jeweils 3 MW Leistung. Das dritte Großkraftwerk, was in diesen Verbund mit einspeist, ist eine Altholz-Hackschnitzelanlage unseres Gesellschafters, der E.ON, wo also bereits heute erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung eingesetzt werden. Wir möchten ganz gerne einen Blick zunächst nach Schöneweide richten, auf diesen Steinkohlestandort. An diesem Standort möchten wir ein Signal setzen für die Zukunft, für eine innovative und regenerative Zukunft dieses Standortes. Denn natürlich wenden wir uns dort der Substitution der Steinkohle und auch der CO2-Reduzierung zu und werden daher dort in unmittelbarer Spreelage 2 Großwärmepumpen errichten. Die werden jeweils über 3 MW thermischer Leistung haben. Die Wärmequelle ist das Flusswasser der Spree, die unmittelbar am Kraftwerk vorbeifließt und deren Wärmequelle bisher völlig ungenutzt bleibt. Die Betriebszeit ist dadurch begrenzt auf April bis Oktober des Jahres, wo also die Spree ein bisschen höhere Temperaturen hat. Und besonders herausfordernd für die Anlagenerrichter war, dass wir eine sehr hohe Vorlauftemperatur von über 90 Grad Celsius benötigen. Dies ist uns aber gelungen, mit einem Anlagenhersteller entsprechend zu vereinbaren. Und gleichzeitig werden wir einen COP von 2,5 erreichen können. Das zweite aus der Vogelperspektive der Standort Schöneweide hier mal angezeigt, damit Sie sich einen Eindruck davon verschaffen können, wie groß das Gebäude werden wird. Wir entnehmen also aus der Spree auf der rechten Seite unseres Piers die Spreewärme, die Spreewasser, führen es den beiden Großwärmepumpen zu und kühlen es dann ab. Im Gegensatz zu früher, als wir dort am Kraftwerkstandort das Spreewasser aufgehitzt haben, um unsere Anlagen abzukühlen, machen wir jetzt genau andersrum. Das heißt, wir kühlen die Spree ab und leisten damit auch gleichzeitig noch einen ökologischen Beitrag für die Flussfauna. Ja, das wird ein recht großes, imposantes Bauwerk, wenn es denn 2022 errichtet ist und in der letzten Ausbaustufe 2024 auch den Vollbetrieb aufgenommen haben wird. 2,5 Stockwerke, also durchaus ein sehr imposantes, großes Gebäude mit eben 2 großen Wärmepumpen im MW-Bereich. Der zweite Standort, das Kraftwerk Adlershof, dort werden wir die klassischen KWK-Bestandteile installieren. Das heißt, wir werden dort am Ende 4 baugleiche 4,6 MW elektrisch, 4,5 MW thermisch Leistung verfügende Gasmotoren-BRKWs hinsetzen. Der Gesamtanlagenwirkungsgrad wird über 90% betragen und der dort erzeugte Strom wird zu 100% entsprechend den Vorgaben in das Netz des vorgelagerten Netzbetreibers in die Mittelspannungsebene eingespeist werden. Damit haben wir dann dort an diesem Standort eine zusätzliche elektrische Leistung von über 18 MW. Ja, auch hier der Standort aus der Vogelperspektive. Wir sehen auf diesem Bestandsgrundstück auf der rechten Seite unsere alte Energiezentrale aus den 1960er Jahren, zweimal saniert bereits in den zurückliegenden Jahren.
linken oberen Bereich sehen wir die sogenannte neue Energiezentrale mit den Gasmotoren und den Heißwasserspeichern, die wir 2010 errichtet haben. Und eben zwischen diesen beiden Gebäuden haben wir momentan noch eine Grünfläche, die wir nutzen werden, um das Gebäude für die 4 BHKW-Module zu errichten. Sie sehen hier den Standort, der ergänzt wird um eben die Bestands-Power-to-Heat-Anlagen, die in der alten Energiezentrale bereits vorhanden sind. Es handelt sich um CSN-Durchlauferhitzer aus dem Jahr 2015. Diese haben eine elektrische Leistung von 3,2 MW. Ja, die Jahresganglinie für die Fernwärmeerzeugung im Verbund Berlin-Südost im Jahr 2025. Hier einmal dargestellt ohne die Errichtung einer innovativen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Sie sehen im Grünen den Einsatz der erneuerbaren Energie aus den Holzhackschnitzeln, und dann in Grau die Kohle und darüber hinaus dann in Gelb die Gas-KWK und dann die Spitzenlastkessel. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt, wie der Brennstoffeinsatz sich zusammensetzt, zu über 50% aus Altholzkraft-Wärmekopplung, ergänzt um 6% Erdgas-KWK und 17% Steinkohlekraft-Wärmekopplung. Der letzte Bestandteil ist dann klassische Erdgas-Heißwassererzeugung zu ca. 22%. Und wenn wir dann 2024 mit der Errichtung der zweiten Stufe unserer Innovation fertig sind, dann wird sich der Erzeugermix leicht anders darstellen. Wir werden einerseits in der Heizperiode zusätzliche Kraft-Wärme-Kopplung einsetzen mit ca. 3.500 Vollbenutzungsstunden, also die 4 Gas-BHKW-Module. Und darüber hinaus in den Sommermonaten eben von April bis Oktober ca. 23 Gigawattstunden pro Jahr Umweltwärme durch Nutzung der des Spreewassers generieren. Dann setzt sich der Erzeugermix leicht anders zusammen, immer noch über 50% aus Altholzkraft-Wärme-Kopplung, dann ergänzt um 3% Umweltwärme aus der Spree und 15% Erdgas-KWK. Es bleiben immer noch 14% Steinkohle-KWK, wenn wir denn nicht bis 2025 durch andere Maßnahmen die Steinkohle substituieren, so wie wir es natürlich vorhaben. Dadurch reduziert sich auch der Anteil an Erdgas-Heizwassererzeugung auf 16%. Und im Vergleich dieser beiden Szenarien, einmal ohne innovative Kraft-Wärme-Kopplungselemente und einmal mit, wird es also Auswirkungen haben, dass wir 3% weniger Kohlewärme erzeugen werden. Wir werden 8% weniger aus klassischen Erdgaskesseln, also Heizwassererzeugern, produzieren. Darüber hinaus wird die Altholz-KWK ebenfalls um 3% circa sinken. Und dies wird ersetzt durch Erdgas-Kraft-Wärme-Kopplung um ca. 9%. Die innovative Kraft-Wärme-Kopplung aus unserer Sicht ein relevantes Element aus dem KWKG zum Vorantreiben der urbanen Wärmewende hier in Berlin. Wir, die BTB, möchten mit diesen beiden Großanlagen im MW-Bereich ein Zeichen setzen, vor allem aber auch ein Zeichen für den Standort Berlin setzen, wie erneuerbare Energien im Fernwärmebereich die Zukunft mitprägen kann und alte Anlagen, die ihren Beitrag geleistet haben, aber eben CO2 verursachen, sukzessive aus unserem Markt verdrängen können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick gewähren und stehe Ihnen jetzt gerne noch im Chatbereich für Rückfragen zur Verfügung. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Sie können mich aber auch gerne bilateral kontaktieren. Vielen Dank. Ja, wir haben den Beitrag gehört von Herrn Weiblein. Ein interessantes Projekt aus Berlin. Und wir greifen wieder auf unsere Chatfragen zu. Und da erreicht uns von einem Herrn Jakob Hansen die folgende Frage. Nun, wie lange dauert denn der gesamte Prozess von Planfeststellung über Zuschlag bis zur Realisierung eines IKWK-Projektes? Und diese Frage gebe ich natürlich immer weiter an Uwe. Der ist derjenige, der diese Frage mit Sicherheit beantworten kann. Kann ich in der Tat beantworten.
Wir haben ja selber ein IKWK-ähnliches Projekt, nämlich mit unserer großen Klärwasserwärmepumpe, die 2,5 MW Wärmeleistung macht, und auch jetzt mit unserem eigenen IKWK-Projekt, für das wir den Zuschlag erhalten haben, Erfahrungen gesammelt. Und ich denke, daraus ist die Ausgangsbasis jetzt für die Antwort. Also grundsätzlich kann man natürlich jetzt keine exakte Zahl sagen, das dauert jetzt x Jahre und Monate, weil es ist natürlich alles sehr individuell. Es geht bei einer Wärmepumpe schon los mit den Auslegungsfragen der Quelle. Wie steht die Wärmequelle zur Verfügung zum Beispiel? Oder auch Beschaffung von Flächen für Geothermie. Wie komme ich an diese Flächen ran? Es gibt genehmigungsrelevante Fragen, Fragen zum Planungsrecht. Alles dieses sind natürlich sehr lokal unterschiedlich. Aber als Beispiel, um ein Beispiel mal zu nennen, unser Klärwasserprojekt, was ja ein KWK-System mit einer Wärmepumpe darstellt, hat ungefähr 3 Jahre von Beginn der ersten Planung bis zur Inbetriebnahme gedauert. Da wurde viel Know-how gewonnen, war nötig, und es waren auch viel Abstimmungsbedarf, zum Beispiel mit dem Klärwerk wegen der Wassernutzung, genehmigungsrechtliche Fragen, wer ist überhaupt zuständig für wasserrechtliche Genehmigung und so weiter. Mit dem Flusswasser jetzt wird das Ganze nur 2 Jahre dauern. Alles, was vorlaufend ist, Flächensicherung und so, das ist natürlich auch noch dann zu beachten. Und aber auch noch ein ganz wichtiger Punkt, die Frage, heißt ja bis über Zuschlag. Es ist natürlich überhaupt nicht gewährleistet, dass ich den Zuschlag bekomme, weil ich gebe ja ein Gebot ab und bin mir noch dann ja gar nicht sicher, dass ich den Zuschlag eben tatsächlich erhalte. Und auch das, also eine etwaige spätere Bezuschlagung, muss ich natürlich in einem Projekt berücksichtigen. Der gesamte Zeitraum dauert 48 Monate nach Zuschlag plus 6 Monate Karenzzeit, also 54 Monate, in der ich mein Projekt abgeschlossen haben muss. Das heißt, ich bin gut beraten, rechtzeitig anzufangen und wahrscheinlich auch schon vorher anzufangen, mir Gedanken zu machen, zumindest wie ich dieses System konkret realisieren kann, bevor ich in einen Zuschlag einsteige. Ja, wir haben es gehört. Früh übt sich, das heißt, man muss rechtzeitig anfangen, damit einem nicht am Schluss die Zeit davonläuft. Ich greife gleich auf die nächste Frage im Chat zu. Ein Hans Maulwurf fragt an, wird denn jedes IKWK-Projekt nach Zuschlag auch umgesetzt, oder wie hoch ist denn die Quote und was müsste genau getan werden, um hier nachzubessern? Ja, also auch das kann ich beantworten. Es ist so, dass jeder, der den Zuschlag erhält, ja eine Sicherheit abgeben muss bei der Bundesnetzagentur. Und diese Sicherheit beträgt 70 Euro pro kW elektrische Leistung der KWK-Anlage. In unserem IKWK-Projekt handelt es sich um eine 5 MW KWK-Anlage. Das heißt, wir haben 350.000 Euro Sicherheit hinterlegt. Und wenn ich jetzt mein IKWK-Projekt nicht realisiere, bekomme ich die 350.000 Euro Sicherheit nicht mehr zurück. Ich denke, damit hat sich die Frage beantwortet, weil keiner hier von uns wird so viel Geld los in der Tasche haben, um es einfach mal zu verspielen. Da gebe ich dir auf absolut recht, Uwe, denn Geld zum Verschenken hat niemand, allerwenigstens die kommunalen Unternehmen. Jetzt kommt noch eine weitere Frage, die betrifft, was passiert, wenn man diesen IKWK-Zuschlag jetzt zum Beispiel erhalten hat? Ist es tatsächlich eine Planungssicherheit oder gibt es da eventuell noch Stolpersteine, auf die man besonders berücksichtigen muss? Also auch hier eine klare Aussage, natürlich gibt das keine Planungssicherheit, sondern ich habe erstmal nur den Zuschlag erhalten. Alles andere betreffend Genehmigungsfragen und all diese Dinge müssen natürlich vorher geklärt sein. Und es gibt einige Stolpersteine, die dort tatsächlich auftreten könnten. Wir haben das hier zum Beispiel bei uns erlebt bei der Solarthermieanlage. Die war nach Baurecht genehmigungsfähig. Und in der weiteren Abwicklung hat sich die Bezirksregierung zu Wort gemeldet und sagt, Moment, es gibt noch ein übergeordnetes Planungsrecht, das aus dem Landesentwicklungsplan, aus dem LEP herrührt. Und hier ist der Bau in Nordrhein-Westfalen, der Bau von großflächigen solarenergetischen Anlagen. Also hier wird gar nicht zwischen Solarthermie und PV unterschieden. Nur zulässig ist, wenn so Randbedingungen erfüllt sind, Bau an einer Eisenbahnlinie, Autobahn, Brachflächen, also so wie man das bei der EEG-Förderung von PV-Anlagen kennt. Und das war natürlich eine Hürde, die erstmal schwierig zu nehmen war.
Auch an sowas muss man dann halt denken. Oder es gibt wasserrechtliche Fragen bei Wärmepumpen, über die Entnahme des Wassers zu klären. Umweltaspekte können dabei auftreten. Hier war zum Beispiel die Frage, wie weit wird das Wasser abgekühlt, werden dadurch Tierarten beeinträchtigt. Baurecht ist immer eine Frage. Bei uns ist zum Beispiel auch die Frage aufgetreten, was passiert bei einer Havarie im Wärmepumpenbereich, wenn das Kältemittel austritt. Wir haben in unmittelbarer Nähe eine Schule, muss eine Ausbreitungsrechnung gemacht werden. Und. Also in dieser Richtung können einige Fragen auftauchen. Und was vielleicht vorher keiner bedacht hätte, ist, es gibt beim IKWK, ich nannte ja eben diese maximalen 54 Monate. Und es gibt, wenn wir dieses nicht schaffen, keine aufschiebende Wirkung. Auch nicht bei höherer Gewalt. Jetzt werden die meisten von uns sagen, naja, höhere Gewalt, Flugzeugabsturz und ähnliche andere Dinge trifft uns eigentlich nicht. Aber wer von uns hätte denn vor einem Jahr an Corona gedacht? Gerade das Thema Corona bedeutet ja jetzt auch, dass einige Firmen nicht mehr so arbeiten können, Lieferketten unterbrochen sind und. Also da kann tatsächlich auch das Thema höhere Gewalt ein Problem darstellen. Und auch da, insofern zeigt uns auch dieses Beispiel, es gibt keine Planungssicherheit und man muss, wenn man sich an IKWK-Projekt an der Ausschreibung beteiligt, vorher schon genau wissen, was man macht und Vorbereitungen getroffen haben. Ja, das ist wichtig an dieser Stelle. Ich glaube, Uwe hat fast alle Fragen beantwortet. Ansonsten, wie gesagt, können Sie ihn gerne nochmal im Nachgang kontaktieren. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle eigentlich schon mal auf unser nächstes Projekt übergehen. Auch ein IKWK-Projekt, das hier eine Besonderheit letztendlich hier in sich birgt. Und Referent, der Herr Christoph Vianden, der wird uns natürlicherweise hier aus der Stadt Neuenahr-Ahrweiler eben dieses Projekt uns aufzeigen und dazu jetzt mehr. Guten Tag, zunächst einmal herzlich willkommen hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler bei den Ahrteilwerken zu diesem virtuellen BKWK-Kongress 2020, der aufgrund der besonderen Situation in diesem Rahmen heute stattfindet. Ich darf Ihnen heute zu dem Thema Aufbau einer Fernwärmeversorgung mit innovativer KWK-Anlage am Beispiel der Ahrteilwerke referieren. Bevor ich in den Vortrag einsteige, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph Vianden. Ich habe in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit den Schwerpunkten Energiewirtschaft und Energietechnik und bin nach kurzen Zwischenstationen in Ludwigshafen und bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall seit 2011 bei den Ahrteilwerken tätig in verschiedenen Funktionen. Und aktuell betreue ich den Bereich Energiewirtschaft und Projektierung. Und in dem Rahmen bin ich auch zuständig für das IKWK-Projekt der Ahrteilwerke. Folgendes habe ich Ihnen heute mitgebracht. Zunächst einmal möchte ich die Ahrteilwerke als Unternehmen kurz vorstellen, dann zum Thema Fernwärmeausbau und innovative KWK was erzählen und zum Abschluss kurzen Zwischenstand geben, wie der Stand der Umsetzung ist. Kurze Vorstellung, die Ahrteilwerke wurden 2010 auf der grünen Wiese im Rahmen einer Rekommunalisierung gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zu 51% und zu 49% die Stadtwerke Schwäbisch Hall. Seinerzeit 2010 vertreten durch Herrn Johannes van Bergen, der Ihnen wahrscheinlich noch bekannt vorkommen könnte, weil er im Rahmen des BKWK doch sehr untrübig war. Aktuell betreiben wir die Sparten Stromnetz, Fernwärmenetz, Erzeugung und Contracting sowie Klasse Stromvertrieb und Gasvertrieb. 2019 ist es uns gelungen, auch das Gasnetz final zu übernehmen. Der operative Betrieb ist dann ab 2025 geplant. Das ist eine kurze chronologische Darstellung der Ahrteilwerke mit 10 Jahren. Wir hatten diesen Sommer 10-jähriges Jubiläum gefeiert, was leider flach gefallen ist aus bekannten Gründen. Aber mit 10 Jahren sind wir im Chor der Stadtwerke, ein sehr, sehr junges Unternehmen. Kurz ein paar Zahlen. Bilanzsumme der Ahrteilwerke 2018, die 2019 Zahlen, die kommen erst nächste Woche in den Stadtrat, deswegen ein bisschen vorsichtig. Die Bilanzsumme beträgt 25,5 Millionen Euro. Wir haben 18 GWh Strom abgesetzt, ca. 25 GWh Gas. Und Kernbereich ist bei uns die Fernwärmeerzeugung und der Fernwärmevertrieb, wo wir aktuell rund 35 GWh an Fernwärme absetzen in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Als letztes noch ganz kurz ein Blick auf die Zahlen. Für ein Unternehmen, was 2010 gegründet worden ist auf der grünen Wiese mit den entsprechenden Anfangsverlusten, sind wir sehr stolz darauf, dass wir die letzten 4 Jahre und auch dieses Jahr konsequent positive Gewinne gefahren haben. Ob das Jahr 2020 ähnlich positiv wird, das bleibt mal dahingestellt. Seit Anfang dieses Jahres sind wir jetzt auch stolz, ein Zuhause zu haben. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass ich hier Ihnen in unserem Neubau vortragen darf und dort können Sie uns jederzeit besuchen kommen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema unseres Vortrags. Einfach mal ein Stadtplan von Bad Neuenahr, an dem ich aufzeigen möchte, wie wir angefangen haben. Wir haben 2010 angefangen, auf der südlichen A-Seite ein Fernwärmenetz aufzubauen und die großen Abnehmer, Kurliegenschaften, Steigenberger Hotel, A-Thermen und große Gebäude entlang dieser der südlichen A-Seite anzuschließen. Bad Neuenahr ist eine Stadt mit ca. 30.000 Einwohnern, eine Kurstadt mit entsprechenden Krankenhäusern, Schwimmbädern, Altenheimen, die entsprechend auch die Wärmesenken haben, dass man Fernwärme ausbauen kann. Nachdem wir die südliche A-Seite fertiggestellt haben, sind wir aktuell im Ausbau der Innenstadt tätig. Das sind die blau dargestellten Trassen, die wir bis 2021 fertigstellen werden und dann auch mit unserem neuen Kraftwerk Kreuzstraße, was Sie im Osten der Stadt sehen, die Innenstadt mit erneuerbare Wärme und KWK versorgen zu können. Wie erzeugen wir unsere Fernwärme? Das sind jetzt Zahlen aus 2017, wenn ich richtig im Kopf bin. Wir haben 76% der Wärmeerzeugung mit hocheffizienter KWK. Davon sind 37% erneuerbar, weil wir ein BHKW virtuell mit Biomethan betreiben und ja, sind ganz sehr stolz darauf, dass wir hier vor Ort mit minimalen Emissionen an Feinstaub, Schwefeldioxid und Stickoxiden Wärme erzeugen können. Das ist mal unser Kraftwerkspark dargestellt. Wir betreiben aktuell 3 BHKWs, wie gesagt, eins mit Biomethan, zwei mit Erdgas, haben 2 Spitzenlastkessel zur Besicherung und haben aus einem öffentlichen Gebäude noch einen Hackschnitzelkessel mit 850 kW Leistung geerbt, mit dem wir dann insgesamt rund 35 GWh pro Jahr an Wärme bereitstellen. Aktuell versorgen wir um die 80 Kunden. Wie gesagt, ein Großteil sind glücklicherweise auch Großabnehmer. Hier mal ein paar Impressionen. Das ist unser Kraftwerk Dahlienweg, unmittelbar neben unserem neuen Standort mit einem Jenbacher Motor. Das sind die oberen beiden Bilder. Und unten sehen Sie die Planungen zu unserem Kraftwerk Kreuzstraße, was sich aktuell im Bau befindet. Hier sehen Sie den Spatenstich am 30.06.2020 mit Geschäftsführung, Bürgermeister und Landrat mit den Abständen wie erforderlich. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Kernpunkt unseres Vortrags, innovative KWK in Bad Neuenahr. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Warum machen wir das überhaupt? Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich 2016 für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2022 beworben und hat dann auch den Zuschlag bekommen. Ein Kernthema dieser Bewerbung war das Thema Klimaneutralität. Und selbst in der Bewerbung stand drin, mit dem Aufbau eines Fernwärmenetzes wurde bereits die Wärmewende hin zu einer regenerativen Energiewelt eingeleitet. Und im Zuge der Baumaßnahmen für die Lager sollen innovative Wärmeversorgung weiter ausgebaut werden, mit dem Ziel dabei, endogene Potenziale zu nutzen und lokale Wertschöpfung zu betreiben. Als Tochter der Stadt wurden wir beauftragt, entsprechend Konzepte zu entwickeln und das auch im Rahmen der Landesgartenschau umzusetzen. Da das gerade zusammenfiel mit dem neuen KWK-Gesetz 2016 IKWK, lag es natürlich nahe, als Heilbad mit Quellen ein IKWK-Konzept zu entwickeln und entsprechend ein KWK-Gebot abzugeben. Hier in dem Plan sind mal die Flächen der Landesgartenschau nochmal dargestellt, wie sie im Rahmen der Bewerbung abgegeben worden sind. Ich habe jetzt mal die grundlegenden Standorte der Ahrtalwerke eingezeichnet, sodass Sie sehen können, dass wir mit unseren Standorten relativ nah an den Kernflächen liegen und sich dadurch auch Potenziale ergeben, um unter anderem die Quelle, die hier mit großer Sprudel bezeichnet ist, thermisch zu nutzen, sowie im Osten ein Solarthermiefeld mit einem Kraftwerk zu bauen.
IKWK-System, da sage ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, besteht grundsätzlich aus drei Säulen. Wir haben einmal eine KWK-Anlage, die wir als ATA-Werke mit 2 MW elektrisch bezuschlagt haben. Die muss neu und hocheffizient sein, ist nichts Neues. Dann gehört zum IKWK-System noch eine Power-to-Heat-Anlage, die 30% der thermischen Leistung bereitstellen muss. In unserem Fall sind das rund 750 kW. Das ist auch kein großes Hexenwerk. Problematisch bei IKW-Konzepten ist, der Anteil an erneuerbarer Energie oder an erneuerbarer Wärme zuverlässig und wirtschaftlich bereitstellen zu können. Gemäß IKWK-Ausschreibungsverordnung müssen das 30% der gesamten Wärmelieferung sein. Wir als Ahrtal-Werke kommen so rechnerisch auf einen Anteil von rund 2500 Megawattstunden an erneuerbaren Wärme, die wir hier in Bad Neuenahr bereitstellen müssen. Als Ahrtal-Werke haben wir uns überlegt, dass wir das splitten wollen, diesen Anteil erneuerbarer Wärme. Einmal wollen wir rund 500 Megawattstunden mit einem Solarthermiefeld bereitstellen und den Löwenanteil, den Großteil unter Ausnutzung der hiesigen Thermalquellen mittels Wärmepumpe bereitstellen. Solarthermie, kein großes Hexenwerk. Einmal investiert, steht es dauerhaft für geringen Aufwand zur Verfügung. Uns wurde hier ein Standort von der Stadt gegeben. Im Rahmen einer neu geplanten Abfahrt, wie Sie im oberen Bild sehen, können wir die Fläche nutzen, um dort rund 1.700 bis 2.000 Quadratmeter Kollektorfläche installieren zu können. Bei einem solaren Ertrag von 400 Kilowattstunden pro Quadratmeter Brutto-Kollektorfläche kommen wir auf rund 500 bis 700 Megawattstunden an Ertrag pro Jahr, den wir gegebenenfalls noch steigern können, wenn wir durch eine Hochtemperaturwärmepumpe auch die Temperaturniveaus unterhalb von 60 Grad im Bereich 30 bis 45 Grad in der Übergangszeit und gerade morgens oder abends nutzen können. Hier sehen Sie mal die Straßenplanung dazu. Leider wurde uns vom LBM verwehrt, auch die Böschungen zu nutzen für die Solarthermie. Dann hätten wir einfach mehr Möglichkeiten, dort an dem Standort Wärme nutzen zu können. Deswegen bleibt uns leider nur der flache Bereich in dieser Abfahrt, wo wir Solarthermie aufbauen können. Aber mittlerweile ist es auch durch die Stadt, ist es der Stadt gelungen, also mit einem Bebauungsplan auch das Baurecht zu schaffen, damit wir dort auch einen Bauantrag stellen können, um ein Solarthermiefeld zu bauen. Den sehen Sie unten. Der andere Teil unserer erneuerbaren Energie oder erneuerbaren Wärme soll durch die thermische Nutzung der heißen Quellen in Bad Neuenahr geschehen. Und da gibt es ganz wesentlich eine Quelle, das ist der sogenannte große Sprudel, der seit 1861, also über 150 Jahren, zuverlässig rund 20 Kubikmeter 30 Grad warmes Wasser liefert und entsprechend noch ausgenutzt. Diese Menge an Energie steht zur Verfügung und wurde bisher nicht genutzt. Das Problem, wie Sie unschwer auf dem unteren Bild erkennen können, ist der hohe Mineralgehalt des Wassers, vor allem Eisen, der dazu führt, dass eine entsprechend hohe Anforderung an die Wärmeübertragung an den Wärmetauscher gibt, die nicht zwangsläufig von der Stange erfüllt werden können. Zur Nutzung dieses Thermalwasser haben wir uns ein Konzept überlegt mit einem Partner, einem Ingenieurbüro Jasko und Wolf, die entsprechende Wärmeübertrager herstellen mit einer Selbstreinigungsfunktion. Erstmal komme ich auf das Prinzip der Nutzung ein. Wir wollen die Quelle nutzen und einem Wärmeübertrager zuführen, der außerhalb der Quelle aufgebaut wird. Das ist eine Art Röhrbündel-Wärmetauscher, der eine Selbstreinigungsfunktion hat, der quasi die Wärme dann in einem Sekundärkreislauf einer Wärmepumpe oder Wärmepumpen zuführt, die dann quasi aus dem 30 Grad warmen Wasser das 30 Grad grätige Wasser auf rund 10 Grad abkühlen und mit der Wärmepumpe auf ein Temperaturniveau von 70 Grad Celsius anheben, was wir dann auch in unser Fernwärmenetz einspeisen können. Wie Sie sehen können, sind die wesentlichen Bauteile sind einmal der Wärmeübertrager und natürlich auch die Wärmepumpe. Konzeptioniert haben wir für dieses System einmal den Wärmeübertrager mit 2 Wärmepumpen, einfach aus Redundanzgründen und auch um im Teillastverhalten der Wärmepumpen entsprechende Jahresarbeitszahlen bzw. COPs zuverlässig realisieren zu können.
Der wesentliche Bestandteil ist dieser patentgeschützte Dupur-Wärmetauscher. Der wurde hier in der Nachbargemeinde im Rahmen eines Thermalbadehauses über ein halbes Jahr erprobt und hat dann auch mit der Selbstreinigungsfunktion die entsprechenden Ergebnisse geliefert, dass es sich lohnt, das weiter zu verfolgen. Geplant ist es, dass wir zwei dieser Wärmeübertrager hintereinander schalten, die mal schematisch dargestellt sind auf dem unteren Bereich. Das Prinzip, es gibt sogenannte Molchpumpen, die einen Molch durch die Rohrbündel schießen, um dann die Ablagerung, die durch den Eisen und die Schwefelanteile, die Schwebeanteile entstehen, dann entsprechend zu reinigen und so dauerhaft die Wärmeübertragungsleistung gewährleisten. Wir planen aktuell, die Auslegung sieht vor, dass wir rund 400 kW aus der Wärmequelle rausziehen können und so, dass wir mit rund 5000 Vollbenutzungsstunden die 2000 Megawattstunden an erneuerbaren Wärme aus dieser Quelle rausziehen können, um so dann auch zuverlässig diesen erneuerbaren Energienanteil bereitstellen zu können. Hier mal ein bildliche Darstellung. Vielen Dank nochmal an den Herrn Jaske, dass er uns mir die Möglichkeit gegeben hat, das mal darzustellen. Sie sehen in dem linken Bild, wie diese Ablagerungen aussehen, die durch das Thermalwasser entstehen können. Und in der Mitte sehen Sie diesen Reinigungsmolch, der aus einem gummiartigen einem Tropfen entsteht, der dann durchgeschossen wird und dann entsprechend dafür sorgt, dass die Flächen frei sind von Ablagerungen und auch dann die entsprechend übertragen können. Ja, der andere, zweite Bauteil des Wärmenutzungskonzepts ist natürlich die Wärmepumpe. Die Anforderungen sind rund 450 kW, dass wir die Leistung also ins Netz bringen können. Und wir müssen die Vorlauftemperatur auf 70 Grad bringen, damit wir sie einspeisen können. Weil unsere Rücklauftemperaturen im Fernwärmenetz sind mit 60 Grad noch relativ hoch. Weiterer Anforderung ist, dass wir ein COP von mindestens 3,0 vorgeben im Auslegungspunkt, um einfach auch die erneuerbare Wärme dann auch wirtschaftlich bereitstellen zu können. Wir arbeiten jeweils mit zwei Wärmeübertragern und zwei Wärmepumpen, um einfach die Betriebssicherheit zu gewährleisten und auch im Fall von Wartung oder Instandsetzungen weiter im Betrieb bleiben zu können. Jetzt nochmal zusammengefasst, das System der thermischen Nutzung der Thermalquelle. Die Anforderungen sind oben rechts dargestellt. Wir müssen die Volumenströme von maximal 18 Kubik aus der Quelle verarbeiten können und 450 kW bereitstellen. COP wird avisiert auf über 3,0 in der Wärmepumpenkombination unter Volllast. Wir planen mit zwei Quellpumpen, entsprechend hydraulischen Weichen zwischen Quell- und Wärmeübertrager, dann noch, wie gesagt, zwei Wärmeübertrager aus Redundanzgründen, die Molchpumpen, wie beschrieben, und dann das Wärmepumpensystem nach einer hydraulischen Weiche. Kältemittel haben wir als R513A oder R1234ZE angefragt bei den Herstellern, bei den namhaften Herstellern Carrier, Ochsner und Wissmann. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zur Terminschiene. Wie wir uns das vorstellen, unseren Zuschlag haben wir Ende 2018 erhalten, am 19.12.2018. Wie Ihnen bekannt ist, müssen wir dann innerhalb von 54 Monaten den Dauerbetrieb aufnehmen, der KWK-Anlage. Aber wir sind da ganz guter Dinge, weil den Standort der IKWK-Anlage, der befindet sich aktuell im Bau und soll bis Mitte nächsten Jahres fertiggestellt werden, sodass wir dann auch das Kraftwerk haben, wo wir dann die BHKW-Anlage betreiben können. Hier in dem Zeitplan ist mal dargestellt, bis Mitte nächsten Jahres Fertigstellung Kraftwerk. Aktuell befinden wir uns in der Planung, Bauantrag, Genehmigungsplanung, Solarthermie. Die Wärmepumpe sind wir im Technischen auch relativ weit. Was interessant ist, wenn es auf einmal um thermische Nutzung von Quellen geht, kommen dann entsprechende Begehrlichkeiten bei den Quelleigentümern auf, obwohl die Quelle, wie gesagt, 150 Jahren nur das Wasser genutzt worden ist und 150 Jahre ist nicht die Energie genutzt worden, kommen auf einmal, wie gesagt, monetäre Begehrlichkeiten hinsichtlich der Nutzung der Quelle auf. Wie gesagt,
Das klären wir gerade, dass wir dann auch die entsprechenden Verträge schließen und dann entsprechend mit dem Bau der Wärmepumpenanlage beginnen können. Aktuell noch eine Impression von unserem Kraftwerk Kreuzstraße von gestern. Da sind jetzt die EG-Winner gestellt und das erste BHKW, reines KWK-BHKW, soll Ende November angeliefert und eingebracht werden. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass das interessant für Sie war, wie wir das hier in Bad Neuenahr umsetzen wollen. Und ich hoffe, dass wir bei einer anderen Gelegenheit dann auch berichten können, wie die Umsetzung erfolgt ist. Und ja, für Fragen können Sie mich jederzeit gerne telefonisch kontaktieren. Vielen Dank. Ja, ein sehr außergewöhnliches Projektbeispiel aus der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit nur 30.000 Einwohnern, also eine Kleinstadt. Das hat mich sofort die Frage inspiriert. Ich komme ja aus Unterfranken und Unterfranken hat ja auch zahlreiche Bäderstädte wie Bad Neustadt, Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Bocklet. Und da ist natürlich die Frage nicht weit, lässt sich dieses Konzept so einfach übertragen auch auf andere mittelständische Kommunen? Und wenn ja, ist nur die Frage, wie ist denn eigentlich Lemgo vorgegangen? Uwe. Ja, aus meiner Sicht ist das hier, was wir eben gesehen haben, ein Top-Beispiel und wegweisend für andere Kommunen. Es ist gerade, finde ich, für kleine und mittlere Kommunen, die jetzt ja im Rahmen der Energiewende davor stehen, in Fernwärmesysteme einzusteigen, ist es ein wirklich sehr gutes Beispiel und Vorzeigeprojekt und zeigt, wie man vorgehen kann. Und letztendlich sind wir vor vielen Jahren in Lemgo ja auch so vorgegangen. Wir haben erst viele kleine Inseln aufgebaut, da wo Abnahmeschwerpunkte sind. Und über die Jahre sind dann so ähnlich wie hier, allerdings hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler noch in schnellerer Zeit, sind die diese Inseln zusammengewachsen und die Kraftwerke sind dann auch mitgewachsen. Also insofern wird hier ganz klar gezeigt, wie es gehen kann und wie es eigentlich auch gehen muss. Und das finde ich ganz klasse und kann ich nur applaudieren über dieses tolle Beispiel. Und was auch gut passt hier, ist eben, was auch gut nachzuahmen ist, ist dieses Beispiel mit der IKWK-Anlage. Weil aus unserem eigenen Beispiel mit unserer Klärwasserwärmepumpe wissen wir, dass die Wärmepumpe und die KWK-Anlage super zusammenpassen, sich gegenseitig ergänzen. Und sicherlich gibt es nicht überall Thermalwasser, aber es gibt überall Flusswasser und eigentlich fast überall müsste es auch Klärwasser geben. Die Prinzipien sind dann sehr, sehr ähnlich, wobei man natürlich sagen muss, hier hat Bad Neuenahr auch einen Joker gezogen mit dem Thermalwasser, weil das natürlich praktisch über das ganze Jahr auf einem hohen Temperaturniveau zur Verfügung steht, während Fluss- und Klärwasser überwiegend in der Übergangs- und Sommerzeiten zur Verfügung steht. Also von der Seite her gesehen ist das rundum ein gelungenes Beispiel, wie es gehen kann oder gehen sollte. Kennt sich ja wunderbar aus, Thema Wärmeversorgung, und vielleicht kannst du den ein oder anderen Kommunen oder auch Stadtwerk so einen Tipp geben, wie man aus einer guten Idee tatsächlich ein Projekt wird und aus dem Projekt dann auch eine leitungsgebundene Wärmeversorgung wird. Was man hier in Bad Neuenahr sieht und was ich bei uns aus eigener Erfahrung, wir sind ja schließlich selbst auch ein 100% kommunales Unternehmen, sagen kann und den Tipp geben kann, ist, dass sich die Macher in der Stadt aus der Politik und von der Versorgungsunternehmen an einen Tisch setzen müssen und miteinander reden müssen. Und für mich ist klar, und das zeigen diese ganzen Beispiele, die Projekte müssen kommunal vorangetrieben werden. Wenn das nicht gemacht wird, verliert das bei den Bürgern an Glaubwürdigkeit, weil dann halt private Interessen bei denjenigen, die das vorantreiben, gesehen werden. Und das nimmt dem Bürger eben diese Glaubwürdigkeit. Und das Ganze braucht eine breite politische Basis. Deshalb müssen sich alle an den Tisch setzen und am Ende muss das in einen Ratsbeschluss auch wiedergespiegelt werden. Und das kann denn gehen, dieser Beschluss im Rat über ein Klimaschutzkonzept, das wäre eigentlich der Standardweg, mit dem man vorgeht. Und dann natürlich auch Beschlüsse über gemeinsame Ausbauplanung, weil wenn man dann Fernwärmenetze legt, macht es natürlich auch Sinn, in dem Zusammenhang auch das darzulegen, wo Kanalnetze saniert sind und so weiter. Also diese ganzen Synergien auch zu heben. Und dafür braucht es eben kommunale breite Basis, eben Beschlüsse. Ja, ich würde ganz gern noch eine Frage aus dem Chat mit reinnehmen. Ein Harald Seevetal. Er fragt an und sagt, ist die Kombination von KWK und Wärmepumpe nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen möglich? Also sprich BHKW und Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus oder in der Quartierslösung. Wie stehst du dazu?
Also grundsätzlich ist diese Lösung in kleinere Systeme natürlich genauso übertragbar. Wir haben hier bei uns und auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird es vielleicht ähnlich sein, diesen Weg gewählt, weil die KWK-Seite die erneuerbare Seite in zweifacher Form schützt, nämlich auf der einen Seite bei uns für unser Fernwärmenetz für eine Nacherwärmung sorgt, sodass wir dann auch auf die notwendigen Temperaturen in unserem Fernwärmenetz kommen. Dies haben wir zwar temperaturtechnisch abgesenkt, aber die Wärmepumpen schaffen halt nicht 95 Grad oder auch 90 Grad, ist eigentlich schon schwierig im Winter. Und das andere ist natürlich die Kopplung auf der elektrischen Seite, weil nur die Eigenstromnutzung hat sich gezeigt bei uns, macht dieses Wärmepumpenprojekt überhaupt wirtschaftlich. Das Gleiche gilt natürlich auch für kleine Lösungen. Das heißt, für Quartierlösungen ist das 1:1 zu übertragen, für Mehrfamilienhäuser theoretisch auch. Aber am Ende, je kleiner die Lösung wird, umso größer werden die spezifischen Kosten. Und dann ist es einfach wahrscheinlich eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, ob es sich lohnt noch oder nicht. Aber vom Ergebnis ist es so, dass es erstmal prinzipiell übertragbar ist. Und dann muss halt jemand mal kalkulieren und sehen, lohnt sich das Ganze oder nicht. Und ich vermute, je kleiner es wird, desto schwieriger wird es. Für die Beantwortung der Frage. Nun wollen wir uns an dieser Stelle unseren Sponsoren mal zuwenden, denn ohne diese Sponsoren, Sie sehen linke Hand von mir aufgereiht, die Sponsoren AB Energie, BDB Berlin, EC Power, Energas, Sokratherm Blockheizkraftwerke und Zeppelin Power Systems wäre eigentlich der Kongress in dieser Form, wie wir ihn heute sehen, nicht möglich gewesen. Da nochmal ein herzlicher Dank von unserer Seite an die Sponsoren. Und natürlicherweise haben wir einen kleinen Werbeclip, so einen Wärmefilm, mal zusammengestellt, damit Sie einmal die Leistungsfähigkeit und die Produkte der Sponsoren kennenlernen. Und vielleicht ist das ein oder andere Produkt oder andere Leistung für Sie interessant und nehmen dann danach natürlich sofort Kontakt mit einer der Sponsoren auf. An dieser Stelle viel Spaß und Freude auch an diesem Film. Und wir sehen uns gleich danach wieder hier. Unser Ansatz ist, dass wir die Projekte immer ganzheitlich denken und letztendlich dann auch so umsetzen. Ja, die Zusammenarbeit mit Sokratherm war sehr effizient abgewickelt. Also man kann mit der Technik Rendite erwirtschaften und gleichzeitig was für die Umwelt tun. Energieerzeugung, wie wir sie kennen. Riesige Mengen Strom und Wärme gehen noch immer verloren. Die Energieversorgung der Zukunft muss nachhaltig und zuverlässig sein. Basis dafür ist die Entwicklung effizienter, flexibler und umweltschonender Technologie. Blockheizkraftwerke erzeugen Strom und Wärme mit besonders hohem Wirkungsgrad. Sokratherm ist Pionier der Branche seit 1977. Qualität braucht Erfahrung, die haben wir. Und technisch wollen wir immer einen Schritt voraus sein und auch in Zukunft Maßstäbe setzen. Ich sehe da für die Zukunft eigentlich noch bessere Chancen, also steigende Chancen, weil dieses Zusammenspiel zwischen den Erneuerbaren und unserer Technik eigentlich die Lösung der Zukunft ist. Als Spezialist im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung ist jedes Projekt genau auf die Anforderungen der Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Strom, Wärme und auch Dampf oder Kälte dezentral dort erzeugen, wo die Energie gebraucht wird. Das bedeutet messbare Entlastung für die Kunden und die Umwelt. Weltweit über 1500 ausgelieferte Sokratherm-Anlagen erreichen Wirkungsgrade über 90%. Das Entscheidende für den Kunden war, dass sich dieses System, wie es von uns entwickelt wurde und vorgeschlagen wurde, wirtschaftlich rechnet. Das ist natürlich das, was den Arbeitsalltag auch spannend macht, ne? Dass wir uns jedes Mal auf neue Kunden, auf neue Anforderungen einstellen müssen, um eben die für den Kunden beste Lösung zu finden. Die Anlage muss ihr Geld verdienen. Und da ist natürlich die Zuverlässigkeit sehr wichtig. Das erste Ziel war natürlich eben halt hier im Rahmen der Sanierung die Betriebskosten, die jährlichen Betriebskosten zu reduzieren. Und dann brauche ich natürlich auch eine zuverlässige Technik. Wir haben hier eine vollständige Versorgung des gesamten Hotelgeländes. Es ist ein alter Baubestand, der sehr liebevoll restauriert wurde. Wir versorgen hier sowohl eben halt die Gebäude mit Raumwärme als auch Warmwasser. Und wir haben eine Nahwärmeverbindung zu einer angrenzenden Klinik, die auch nochmal dann vollständig mit Wärme aus den BHKWs und den Kesseln versorgt wird.
Sokratherm liefert Blockheizkraftwerke mit Leistungen von 50 kW bis über 500 kW und ist dabei oft auch Generalunternehmer. Umfassende Analysen stehen bei jedem Projekt am Anfang. Erfahrene Ingenieure ermitteln in Kooperation mit dem Kunden alle erforderlichen Daten und bewerten die Wirtschaftlichkeit. Dabei wird der Kunde von einem Projektingenieur durch die gesamte Umsetzungsphase geführt und auch anschließend persönlich betreut. Das TÜV-geprüfte Qualitätsmanagement beinhaltet auch den Probebetrieb unter Volllast auf eigenen Prüfständen. Am meisten interessiert die Kunden, dass er sich um die Anlagen nicht kümmern muss. Die Anlagen, von denen der Kunde selber nicht weiß, dass er die heizt, sind eigentlich die besten. Die gängige Variante sind 10-Jahres-Verträge. Und viele Kunden heutzutage sind ja Contracting-Unternehmen und die sind eben darauf angewiesen, dass der Service vernünftig funktioniert und dass da nicht im Betrieb von 10 Jahren irgendwelche Überraschungen auf den Kunden zukommen. Die Firma Sokratherm hat in den letzten Jahren, gerade was die Fernüberwachung angeht, sich selber auf einen sehr modernen Stand gebracht. Und die Erfahrung dort mit Sokratherm ist so, dass wir sehr geringe Standzeiten, sehr geringe Ausfallzeiten haben, dass schnell reagiert wird. Sokratherm Blockheizkraftwerke werden online überwacht, auch per Notebook oder Smartphone. Die Anbindung an bestehende Gebäudeleittechnik ist bis zur Integration in virtuelle Kraftwerke vorbereitet. Weltweit betreut Sokratherm Kundenanlagen im Full-Service mit dem eigenen Remote-Manager. Perfekte Überwachung sorgt für regelmäßig geplante Wartung, rechtzeitige Instandsetzung, die Betriebsoptimierung und so für gesicherte Effizienz im Betrieb. Und auch wenn es mal ganz eilig ist, ist der Service in der Nähe des Kunden. Wenn denn Fehler tatsächlich auftreten, wird Sokratherm parallel zu uns informiert. Und im Regelfall brauchen wir dann noch nicht mal bei Sokratherm anzurufen, sondern der Service kommt schon von alleine. Wir versuchen immer, die Ökologie und die Ökonomie zu verbinden. Und das ist letztendlich der entscheidende Beitrag, den wir mit jedem Blockheizkraftwerk, was wir ausliefern, leisten können. Herzlich willkommen bei Zeppelin Power Systems, Ihrem Komplettanbieter für Lösungen rund um Motoren und Antriebssysteme. 1978 haben wir hier angefangen. In einem Büro, einer Halle, auf den ersten 2500 Quadratmetern. Mittlerweile nutzen wir am Standort in Achim bei Bremen rund 27.000 Quadratmeter. Heute verkaufen, montieren, warten, reparieren und prüfen wir jährlich rund 3000 Motoren, Antriebs- und Energiesysteme für die Industrie, Marineanwendungen, die Öl- und Gasindustrie, Schienenfahrzeuge und die Strom- und Wärmeerzeugung. Wir sind in Deutschland, Österreich, vielen weiteren europäischen Ländern und den GUS-Staaten Ihr Partner für Aggregate von Caterpillar und MAK. In allen Größen von 10.000 bis 16.800 Kilowatt. Mit der Fertigstellung des letzten Bauabschnitts steht in Achim eine erweiterte Kompetenz zur Verfügung. Unser neuer Prüfstand. Mit einer Gesamtleistung von 6.000 Kilowatt elektrisch und ausgestattet mit modernster Technik führen wir alle erforderlichen mechanischen und elektrischen Testläufe für unsere Kunden durch. Wir bieten auch externen Maschinen- und Anlagenbauern die Möglichkeit, Leistungsnachweise zu fahren. Zeppelin Power Systems schafft als Komplettanbieter Systemlösungen aus einer Hand.
Von der ersten Idee über die Projektierung, die Ausführungsplanung, den Aufbau bis hin zur Inbetriebnahme. Darüber hinaus sind wir für Wartung und Service über die gesamte Laufzeit Ihrer Anlage rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit. Zeppelin Power Systems. Antriebs- und Energiesysteme, auf die Sie zählen können. Willkommen im Industriezentrum von AB, einem globalen Bezugspunkt für die Kraft-Wärme-Kopplung. AB, die einzige Industriegruppe, die imstande ist, den gesamten Produktionszyklus einer KWK-Anlage zu verwalten. Entwicklung, Produktion, Installation, Inbetriebnahme und Wartung für die gesamte Lebensdauer der Anlage. Hier sind wir bei AB Engineering. An diesem Ort werden alle Anlagen geplant. Mehr als 100 Ingenieure der verschiedenen Abteilungen arbeiten in Teams zusammen, um der Produktion einen Arbeitsplan bereitzustellen, der mit Augenmerk auf Arbeitsmethoden, Fertigungszeiten und Ergebnissen entworfen wurde. Das automatisierte Lager gewährleistet AB einen höchst effizienten industriellen Prozess. Auf Grundlage des Produktionsplans liefert das Lager die erforderlichen Komponenten, um die verschiedenen Aufträge abzuwickeln. Die Produktionskette startet mit der Herstellung der Komponenten der äußeren Struktur des Moduls. Das Biegen, Schneiden und Schweißen wird dank der computergesteuerten Anlagen schnell und genau ausgeführt. Nun werden in der Montageabteilung die halbfertigen Erzeugnisse, die von der computergesteuerten Anlage produziert werden, zusammengebaut und zu den Produkten verarbeitet, die anschließend die mechanischen, hydraulischen und elektrischen Komponenten der Anlage sind. Um im Voraus sicherzustellen, dass alle Teile den Erwartungen entsprechen, wird die Anlage werkseitig vormontiert. Dank dieses Verfahrens werden die Installationszeiten am Standort des Kunden und alle Probleme, die während der Montage entstehen könnten, auf ein Minimum reduziert. Sobald der Bau der externen Komponenten fertiggestellt ist, ist das Modul zur Reinigung und zum Anstrich bereit. Das Modul ist jetzt für den Einbau des Verbrennungsmotors bereit. Wenn der Motor einmal eingebaut ist, können wir die Fertigstellung des Ecomax mit dem Einbau der elektrischen, mechanischen und hydraulischen Teile vervollständigen. Die elektrischen Schaltanlagen werden von AB entworfen und hergestellt. Wie Sie sehen können, ist jedes Ecomax-Modul so entworfen,
dass es volle Zugänglichkeit während der Inbetriebnahme und Wartung gewährleistet. Der Ecomax ist jetzt bereit ausgeliefert und am Produktionsstandort des Kunden installiert zu werden. ABs Arbeit endet nicht hier. Vom Kontroll- und Überwachungsraum aus beobachtet und kontrolliert unsere Serviceabteilung die weltweit installierten Anlagen. AB, Cogeneration World. Ja, wir melden uns wieder zurück aus der Maschinenhalle der Stadtwerke Lemgo. Und schön, dass Sie dabei geblieben sind und uns Ihre volle Aufmerksamkeit nach wie vor schenken. Nun komme ich zum nächsten Referenten. Er studierte an der TU Darmstadt Energie- und Kraftwerkstechnik. Er ist seit 2018 Bereichsleiter für Erzeugung, Sektorkopplung und Speicher. Und ist auch Referent für die Wärmeerzeugung und für KWK. Er ist beim Verband AGEW, das ist der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK. Und Dr. Ingenieur Jens Kühne wird uns heute etwas über Redispatch 2.0 und die dezentrale KWK erläutern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie hier auf dem digitalen BKWK-Kongress 2020. Mein Name ist Jens Kühne. Ich bin Bereichsleiter für Erzeugung, Sektorkopplung und Speicher beim AGFW. Ich habe die Möglichkeit, heute über den Redispatch 2.0 und die Auswirkungen auf dezentrale KWK-Anlagen zu berichten. Die Energiepolitik hat sich im vergangenen Jahr, April 2019, hat der Bundestag das beschlossen, eine ganz interessante Idee ausgedacht, die große Auswirkungen auf unsere KWK-Anlagen oder auf den Anlagenbetrieb hat. Das sogenannte Redispatch 2.0 war verankert im Netzausbaubeschleunigungsgesetz 2 mit Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz, dem EEG und dem KWKG. Dieses Redispatch 2.0 beinhaltet nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Abschaffung des Einspeisemanagements für erneuerbare Energienanlagen und KWK-Anlagen. Zukünftig werden im Redispatch neben den konventionellen Anlagen auch erneuerbare Energien und KWK-Anlagen ab 100 kW elektrischer Leistung integriert und somit auch im Notfall abgeregelt. Ein Einspeisevorrang, wie es ihn im Moment gibt, durch die Unterscheidung in Redispatch und Einspeisemanagement, wird durch sogenannte Mindestfaktoren für erneuerbare und KWK-Anlagen definiert. Diese neue Regelung, wie ich schon sagte, wird im Oktober 2021 in Kraft treten und bis dahin hat man noch ausreichend Zeit, sich vorzubereiten und auch die negativen Auswirkungen auf das Redispatch 2.0 vorzubeugen. Den Übertragungsnetzbetreibern wird im § 13 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes eben die Verpflichtung und die Berechtigung gegeben, eben für Gefährdung und Störung von Sicherheit und Zuverlässigkeitsbeeinträchtigung des Elektrizitätsversorgungssystems Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu werden drei verschiedene Maßnahmenpakete bereitgestellt. Das sind zum einen netzbezogene Maßnahmen, zum zweiten marktbezogene Maßnahmen und zum dritten auch zusätzliche Reserven wie Netzreserve oder Kapazitätsreserve. Im Rahmen der marktbezogenen Maßnahmen fällt dann das Redispatch, was wir bisher kennen, behandelt eben die Wirkleistungseinspeisung, die Erhöhung oder Reduktion dieser bei konventionellen fossilen Anlagen und wird somit häufig abgerufen. Für die Einspeisevorrangigen Anlagen, KWK-Anlagen und erneuerbaren Energienanlagen gilt nicht das Redispatch-Instrument, sondern dort wird das Einspeisemanagement-Instrument genutzt, was gemäß § 13 Absatz 2 und 3 ENWG mit den Verbindungen zum EEG und zum KWKG dann gesetzlich abgerufen werden kann von den Übertragungsnetzbetreibern.
Unterschied zwischen Redispatch und Einspeisemanagement, kurz nochmal zur Erinnerung. Auf der einen Seite im Redispatch geht es um die Beeinträchtigung oder Beeinflussung der Wirkleistungseinspeisung, sowohl positiv als auch negativ in der Höhe. Wir werden hier Anlagen ab 10 Megawatt Nennleistung berücksichtigt bzw. verpflichtet. Während beim Einspeisemanagement es um Abregelung von erneuerbaren Energien und KWK-Anlagen geht ab 100 Kilowatt elektrischer Leistung, wobei die KWK-Anlagen derzeit kaum abgeregelt werden, weil hier der Wärmemarkt berücksichtigt wird und durch diese Sektorkopplung eben der Wärmemarkt bei einer Wirkleistungsreduktion von KWK-Anlagen negativ beeinflusst werden würde. Wenn wir uns mal in Zahlen anschauen, was Redispatch und Einspeisemanagement bisher ausmachen, schaut man hier ganz gerne in den Monitoringbericht der Bundesnetzagentur. Man erkennt auf der linken Seite die großen Balken für die Jahre 2015 bis 2019 für den Redispatch. Man hat ungefähr in Höhen von 15.000 Gigawattstunden an Redispatch-Maßnahmen, sowohl positiv als auch negativ. Auf der rechten Seite erkennt man Einspeisemanagement-Maßnahmen, die hier in die negative Richtung nur gerichtet sind, das heißt Wirkleistungsreduktionen. Schauen wir uns jetzt mal den Balken für 2018 an. Das ist der zweite von rechts jeweils, der hellblaue. So haben wir im Redispatch 15.000 Gigawattstunden, wobei ungefähr die Hälfte, das heißt ungefähr 7.000 Gigawattstunden an Wirkleistungsreduktion vorhanden sind oder gemacht wurden, durchgeführt wurden. Und im Einspeisemanagement nochmals 5.500 Gigawattstunden an EE und KWK-Anlagen reduziert wurden. Im Einspeisemanagement bei den 5.500 Gigawattstunden teilt sich das jetzt so auf, dass wir ungefähr 72% an Onshore-Windanlagen abgeregelt haben oder wurden und nochmal 25% an Offshore-Windanlagen abgeregelt wurden. Solar und Biomasse nehmen hier eine mindere Größe ein mit 2% und 1% und der KWK-Strom kommt in dieser Grafik erst gar nicht vor. Es beläuft sich auf unter 0,1% der Gesamtsumme des Redispatch auf ungefähr 2,5 Gigawattstunden. Zur Vollständigkeit halber hier nochmal die Entschädigungsansprüche von Anlagenbetreibern im Einspeisemanagement. Diese summieren sich ansteigend von 2014 mit 180 Millionen Euro pro Jahr auf jetzt schon 635 Millionen Euro im Jahr 2018. Überlegt man sich noch, wo Redispatch und Einspeisemanagement bisher entstanden bzw. eingesetzt wurden, so sieht man hier auf der linken Seite für das Redispatch sind es hauptsächlich die nördlichen Bundesländer, insbesondere Niedersachsen und Brandenburg. Nachrangig sind dann Sachsen, aber auch dann mit 500 Gigawattstunden ungefähr Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Anhalt und auch Schleswig-Holstein. Mecklenburg-Vorpommern ist gar nicht so stark vom Redispatch beeinflusst. Im Vergleich dazu die Einspeisemanagement-Daten. Hier ist hauptsächlich Schleswig-Holstein zu nennen mit knapp 3000 Gigawattstunden Abregelung von erneuerbaren und KWK-Anlagen, Niedersachsen mit 1500 Gigawattstunden und dann vernachlässigbar schon fast Brandenburg, NRW, Sachsen-Anhalt und auch Mecklenburg-Vorpommern. Der Gesamtbedarf ist jetzt hier mal in der Mitte dargestellt. Niedersachsen hatte im Jahr 2018 rund 3.500 Gigawattstunden, Schleswig-Holstein 3.250 und Brandenburg mit 2.350 Gigawattstunden den größten Anteil an kombinierter Redispatch- und Einspeisemanagementmaßnahmen und alle anderen Bundesländer gehen dann dahinter unter. Das heißt, diese Länder werden auch zukünftig im Redispatch 2.0 negativ beeinträchtigt werden. Diese Daten hatte ich schon genannt. Wie der Redispatch jetzt umgesetzt wird, Redispatch 2.0, sehen wir jetzt in dieser Grafik. Wir haben fossile Kondensationskraftwerke, aber auch KWK-Anlagen und erneuerbare Anlagen am Stromnetz.
Und bei Netzsicherheitsproblemen oder Engpässen wird jetzt inwiefern abgeschaltet? Eigentlich erstmal Kondensationskraftwerke, dann KWK-Anlagen und dann erneuerbare Energienanlagen. Dafür wird an jedes Kraftwerk ein Preisschild geheftet. Bei Kondensationskraftwerken sind das die tatsächlichen Kosten, die bei einer Reduktion oder bei einer Erhöhung der Wirkleistungseinspeisung auftreten würden. Bei KWK-Anlagen und bei erneuerbaren Anlagen sind das sogenannte kalkulatorische Kosten, die auftreten. Diese kalkulatorischen Kosten sind nichts anderes als die tatsächlichen Kosten, multipliziert mit einem neu eingeführten und sogenannten Mindestfaktor, jeweils für KWK-Anlagen und erneuerbare Anlagen. Wenn Sie eine Anlage im Ausschreibungssegment haben nach dem KWKG, § 8a oder 8b, dann sind Sie von dem Einspeisevorrang für den KWK-Strom auch ausgenommen und hier werden auch auf dem Preisschild keine kalkulatorischen Kosten ausgewiesen, sondern tatsächliche Kosten. Anhand dieser Preisschilder wird jetzt die generelle Abschaltreihenfolge oder beziehungsweise eine Redispatch Merit Order gebildet, sodass dann für jeden Netzengpass quasi eine Merit Order erstellt wird und dann nach dieser Merit Order auch abgerufen wird. Den größten Einfluss sieht man ja, oder wie sich das ändert, der Einfluss des Redispatch 2.0, erkennt man hier auf dieser Grafik, die wir dem Konsultationspapier der Bundesnetzagentur entnommen haben. Man sieht auf der linken Seite, auf der Y-Achse, die Terawattstunden, die quasi im Redispatch sind, auf der X-Achse den erneuerbaren Energien-Mindestfaktor. Und dann verschiedene Kurven. Wir betrachten uns jetzt die Kurven unterhalb der schwarzen durchgezogenen Linie. Das sind in grün die erneuerbaren Energien, in magenta die KWK-Anlagen und in türkis die konventionellen Anlagen. Und die schwarze Kurve unten ist die Summe aus allen, der gesamte Redispatch-Bedarf im negativen Bereich. Denn hier ist sowohl negativer als auch positiver Redispatch-Bereich abgebildet. Da uns aber der Negative hauptsächlich in der Wärmeerzeugung mehr interessiert, wenn Sie Ihre KWK-Anlage abgeregelt bekommen, ist das natürlich um einiges eklatanter, als wenn Sie Ihre KWK-Anlage hochgefahren bekommen und dort dann Wärme zusätzlich produzieren können. Sie haben hier 0, 2, 4, 6, 8 und 10 Terawattstunden, die abgeregelt werden durch Redispatch 2.0 und haben unten die EE-Mindestfaktoren von 5, 10 und 15. Um den Einspeisevorrang von KWK und EE-Strom zu gewährleisten, hat die Bundesnetzagentur in ihrem Konsultationsverfahren einen EE-Faktor von 10 festgelegt und beziehungsweise einen KWK-Mindestfaktor von 5 festgelegt und einen EE-Mindestfaktor darüber variiert. Sie sehen jetzt die Variation zwischen 5, 10 und 15 in dieser Abbildung, wobei wir uns bei 10 oder die Bundesnetzagentur bei 10 festgelegt hatte, den EE-Mindestfaktor in ihrem Konsultationsverfahren, was noch nicht abgeschlossen ist. Und da sehen Sie folgende Abrufkontingente. Für erneuerbaren Strom wird es laut dieser Simulation rund 1100 Gigawattstunden Einspeisereduktion geben. Für KWK-Strom immerhin 2700 Gigawattstunden und konventioneller Strom mit 5900 Gigawattstunden den größten Anteil. Nichtsdestotrotz hat sich hier in der Abregelung von KWK-Strom doch einiges getan, im Gegensatz zu dem Status quo, was wir in 2018 hatten mit 2,5 Gigawattstunden KWK-Strom, haben wir jetzt hier ungefähr einen Faktor von 1000 mehr KWK-Strom-Abregelung. Das Konsultationsverfahren lässt aber leider offen, wer abgeregelt wird, wie oft abgeregelt wird und vor allem auch, wie lange abgeregelt wird. Somit lassen diese Zahlen jetzt noch nicht darauf schließen, wie groß die Auswirkung auf die KWK-Anlagenbetreiber bzw. die KWK-Wärmeerzeugung im Endeffekt sein wird. Somit ist auch nicht dargestellt, wie groß der Einfluss von lastnahen KWK-Anlagen überhaupt auf Netzengpässe im gesamten Übertragungsnetzbedarf, im Übertragungsnetz aussieht. Die Auswirkungen sind teils verheerend. Sie müssen Ihre Wärmeversorgung ja sichern als KWK-Anlagenbetreiber, sind hier aber nicht mehr auf der sicheren Seite,
da Ihre KWK-Anlage abgeriegelt werden kann vom Übertragungsnetzbetreiber. Sie müssen daher für Reserveleistung vorbeugen. Das hat der Gesetzgeber auch nochmal amtlich begründet. Er sagt, die Frage einer ausreichenden Ersatzwärmeversorgung fällt in die Risikosphäre des Anlagenbetreibers und kann einer Abregelung der KWK-Anlage generell nicht entgegengehalten werden. Das heißt, Sie sind selbst dafür zuständig, wie eine Wärmeversorgung alternativ zur KWK-Anlage auszusehen hat. Wenn Sie zu wenig Reserveleistung vorrätig haben, können Sie hier nicht sicher sein, dass Ihre Wärmeversorgung immer gewährleistet ist. Zum Zweiten hat es natürlich auch eklatante Einwirkungen und Auswirkungen auf die energetische Bewertung der Fernwärme. Diese verschlechtert sich nämlich unkalkulierbar. Dabei hat es negative Auswirkungen auf die Berechnung und die Charakteristik des Primärenergiefaktors, aber auch der CO2-Emissionsfaktoren und dem Erfüllungsgrad nach Gebäudeenergiegesetz. Ja, Sie wissen ja nicht mehr, wie viel KWK-Mindestwärmeanteil Sie haben. Somit wird das Ganze hier erschwert. Damit können Sie auch Verpflichtungen gegenüber Ihren Kunden verletzen oder aber auch Verletzungen entgegen Fördermaßnahmen oder Fördervoraussetzungen, sei es KfW etc., wenn sich Ihr Primärenergiefaktor verschlechtert. Des Weiteren hat es natürlich auch noch Auswirkungen auf Fördervoraussetzungen im KWKG, beziehungsweise die Netzförderung und die Speicherförderung im KWKG. Hier müssen Sie ja Mindestanteile an KWK-Wärme vorweisen, die bei der Netzförderung 75% betragen, bei Speichern 50%. Wenn Sie diese nicht mehr gewährleisten können, durch zu viel Abregelung durch den Übertragungsnetzbetreiber, müssen Sie dann ohne Förderung gegebenenfalls Ihre Netze und Speicher bauen. Ebenfalls haben Sie dann auch keine Option mehr, eine ordentliche Langzeitoptimierung, eine Jahresoptimierung Ihrer Fernwärmeversorgung gescheit durchzuführen. Lösungsansätze gegen diese Problematiken des Redispatch 2.0 auf die KWK-Anlagen sind möglichst gut alternative Erzeugungskapazitäten für Ihre Wärme auszubauen. Dazu gibt es natürlich auch Fördermöglichkeiten, die Sie nutzen sollten. Als wichtigsten Punkt kann ich den Anlagenbetreibern im sogenannten Netzausbaugebiet, § 36c EEG, ans Herz legen, einen Antrag oder eine vertragliche Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Übertragungsnetzbetreiber zu schließen. Dabei geben Sie dem Übertragungsnetzbetreiber die Möglichkeit, auf Ihre KWK-Anlage zuzugreifen und Leistungen zu reduzieren. Auf der anderen Seite fördert er Ihnen aber zu 100% eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage. Und im Fall der Abregelung liefert der Übertragungsnetzbetreiber Ihnen noch den Strom zum Betrieb der Power-to-Heat-Anlage und somit zur Erzeugung der Wärme, die Ihnen verloren geht durch die KWK-Anlage. Es sind derzeit 6 Projekte im Aufbau, hauptsächlich im 50-Hertz-Netzgebiet. Das Tenet-Gebiet ist hier noch ein wenig rückschrittlich und hat sich noch zu keiner vertraglichen Vereinbarung durchringen können. Weitere Maßnahmen zur alternativen Wärmeerzeugung wären dann nochmal, wenn Sie sich die fördern lassen wollen, der erneuerbaren Bonus im KWKG neu eingeführt, im § 7a. Dort bekommen Sie sogenannte innovative erneuerbare Wärmekapazität gefördert über den KWK-Strom, ja, in Höhe von 0,4 bis 7 Cent pro Kilowattstunde, je nachdem, wie hoch Ihre Referenzwärme ist. Diese sollte man auf jeden Fall auch nutzen, wenn man zusätzliche Wärmeerzeugungskapazität aufbauen möchte. Ein weiterer Bonus, der auch hier sehr interessant ist, wird im KWKG der Power-to-Heat-Bonus genannt, im § 7b. Sie bekommen, wenn Sie eine KWK-Anlage betreiben, bekommen Sie zum Aufbau eines elektrischen Wärmeerzeugers einen sogenannten Power-to-Heat-Bonus in Höhe von 70 Euro pro Kilowatt, den Sie einmalig einlösen können, wenn die Power-to-Heat-Anlage mindestens 80% Ihrer KWK-Leistung thermisch abdecken kann. Dieser Power-to-Heat-Bonus ist leider nur außerhalb des Südbonus laut KWKG
einsetzbar oder abrufbar. Und diese Südregion ist hier nochmal dargestellt auf der rechten Seite in der Abbildung. Als letztes, wenn Sie die Kombination aus erneuerbarem Bonus und Power-to-Heat-Bonus als den schon länger bekannten IKWK-Systembonus abrufen wollen, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, hier nochmal gesicherte Leistungen abrufen zu können, die auf erneuerbarer Wärmeerzeugung oder Power-to-Heat beruht. Als letztes für den südlichen Bereich gibt es den sogenannten Südbonus. Hier können Sie zusätzliche KWK-Leistung aufbauen und bekommen neben der KWK-Förderung zusätzlich noch einen Bonus in Höhe von 60 Euro pro Kilowatt obendrauf gelegt. Dabei müssen Sie die Anlage bis Ende 2026 in Betrieb genommen haben und der Übertragungsnetzbetreiber darf auf diese Anlage auch frei zugreifen, hochregeln, abregeln, wie er es denn gerade benötigt. Als endgültiges Fazit des Ganzen, Sie müssen schauen, dass Redispatch und Einspeisemanagement demnächst zusammengelegt werden, im Oktober 2021. Das heißt, ein Jahr ist noch Zeit, um Vorkehrungen zu treffen. Sie müssen schauen, inwiefern Ihre KWK-Anlage zukünftig und heute schon von Redispatch-Maßnahmen betroffen sein könnte und welche Auswirkungen das auf Ihre Wärmeerzeugung hat. Sie müssen schauen, dass Sie rechtzeitig vorbeugen, dass Sie rechtzeitig Kapazität aufbauen, um eben nicht am Ende in die Röhre zu schauen und nicht genug Wärmeerzeugungskapazität bereitstehen zu haben. Und am Ende gibt es natürlich auch Fördermöglichkeiten, die ich eben aufgezeigt habe, um diese Erzeugungskapazität aufzubauen. Ansonsten müssen wir dann auch einfach schauen, wie das Redispatch in Zukunft ablaufen wird. Das wird ein dynamischer Prozess sein. Simulationen lassen nicht alles erahnen, was uns auf uns zukommt. Somit bleibt es spannend für unsere KWK-Branche und wir hoffen, dass es vielleicht nicht ganz so große Auswirkungen hat, wie man heutzutage denken möchte. Ich danke für die Zeit, die ich hier hatte, Ihnen das Thema näher bringen zu dürfen. Ich freue mich über Diskussionen, Anregungen oder auch Fragen, die Sie im Nachhinein noch stellen können, gerne hier an meine Kontaktdaten und hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Vortrag auch noch ein paar Fakten zusätzlich geben konnte und bedanke mich auch noch für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, wir haben gehört, die zahlreichen Auswirkungen, die dieses Redispatch 2.0 haben wird auf die KWK. Und ein paar Lösungsansätze hat ja quasi hier Herr Dr. Kühne schon vorgestellt. Aber uns würde jetzt mal ganz konkret interessieren. Ich meine, das Thema, Uwe, das ist dir schon länger bekannt, dass das ab Oktober kommen wird. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du schon hier schon Lösungsansätze in der Schublade hast. Und uns würde ganz einfach mal interessieren, wie schauen denn diese Lösungsansätze hier bei den Stadtwerken Lemgo aus für Redispatch 2.0 in Verbindung mit KWK? Also es ist tatsächlich so, dass der Redispatch 2.0 ja nur nicht vom Himmel fällt. Das ist genau richtig. Und also das Erste, was ich allen empfehlen kann, ist natürlich erstmal das Gespräch mit dem zuständigen Verteilnetzbetreiber, weil es gilt natürlich auch die Frage zu klären, die lokalen KWK-Anlagen, die in einem engmaschig vernetzten Stadtnetz sind, welche Auswirkungen, das heißt, welche Netzwirksamkeit haben Sie eigentlich auf den nächsten Engpass, der außerhalb des Verteilungsgebietes liegt? Das ist einmal sicherlich eine erste Frage, um abschätzen zu können, wie groß sind denn eigentlich die Wahrscheinlichkeiten für einen Redispatch. Dann muss man sich auch selber darüber im Klaren sein, wenn man mit einem KWK-System an der KWK-Ausschreibung teilnimmt und dann einen Zuschlag bekommen hat, dass man sich erstmal selber damit dem Redispatch freiwillig unterworfen hat. Das ist ja ausdrücklich vorgesehen. Und das heißt, man muss natürlich, wie Herr Kühne das eben gesagt hat, dann auch die Vorkehrungen treffen, für die Ersatzwärme, die vorrätig zu halten. Also auch das muss man sich selber im Klaren sein, haben wir natürlich auch. Und dann ist es so ein Weg, der für uns interessant ist.
ist der, was eben der Dr. Kühne gesagt hat, das ist die Förderung von der KWKG für Power-to-Heat-Erzeuger. Dort werden ja diese eben genannten 70 Euro pro KW elektrisch gefördert. Und wenn man sich das mal genau ausrechnet, dann stellt man fest, dass man so ungefähr 50% der Investkosten für eine Power-to-Heat-Anlage gefördert bekommt. Und das ist natürlich schon interessant, weil wenn man dann die Power-to-Heat-Anlage so auslegt, dass sie so ungefähr, also genau oder etwas größer der Generatorleistung der KWK-Anlage ist, dann kann man nämlich im Fall eines Redispatch-Anrufes mit der Power-to-Heat-Anlage sozusagen die KWK-Anlage wieder in Anführungszeichen vom Netz schalten. Das heißt, die KWK-Anlage kann weiter schalten. Bilanziell habe ich dann, oder physikalisch habe ich dann keinen Stromeinspeisung ins Netz mehr. Die KWK-Anlage kann weiterlaufen, kann preiswert Wärme erzeugen. Ich bin vom Netz weg, habe die zusätzliche Wärme natürlich aus der Power-to-Heat-Anlage, die ich im Speicher vielleicht oder im Netz unterbringen muss. Und ich kann vor allen Dingen hier auch die Wärme dann günstig erzeugen durch Eigenstromnutzung. Sicherlich ist klar, dass das nur für wenige Stunden im Jahr interessant ist, weil sonst der 61C vom neuen EEG da gegebenenfalls auch noch mit reinfunkt. Aber davon ist ja auch auszugehen, dass die Redispatch-Abrufe nicht über ganz viele 100 Stunden im Jahr gehen werden. Und damit bekommt die Power-to-Heat-Anlage über den Redispatch tatsächlich eine Vergütung und das vor allen Dingen macht die Power-to-Heat-Anlage dann auch die gesamte KWK-Anlage sehr flexibel. Und zum Beispiel für den Einsatz im Intraday-Handel, das nutzen wir jetzt schon. Wir haben schon eine Power-to-Heat-Anlage im Einsatz und deshalb schauen wir dem auch so gelassen entgegen und sehen eben auch die Vorteile, dass wir über den Intraday-Handel noch zusätzliche Vermarktungserlöse generieren können. Also von der Seite sind wir dort Alternativen, die eben Herr Kühne ja zum Teil angerissen hat, die wir auch tatsächlich so in der Praxis umsetzen können. Also Sie sehen, es gibt für alles eine Lösung und ich denke mal, der ein oder andere, der vielleicht dann noch einen Bedarf hat, kann sich ja gerne jetzt an Uwe Weber wenden zu diesem Thema Redispatch 2.0. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Wir machen jetzt einen Schwenk jetzt Richtung Clearingstelle IEG KWKG. Und da ist seit 2016 ist er technischer Koordinator für die Clearingstelle. Und er hat Umwelttechnik und regenerative Energien studiert an der HTW Berlin. Herr Martin Teichmann wird uns einen Statusbericht geben über den aktuellen Verfahren, die jetzt zurzeit noch laufen bei der Clearingstelle bezüglich KWKG und vielleicht die gerade erst abgeschlossenen Verfahren, damit wir mal einen Einblick bekommen in die Arbeit der Clearingstelle. An dieser Stelle Film ab mit Martin Teichmann. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind Ihnen zugeschaltet von der Clearingstelle EEG KWKG aus Berlin. Ich bin Martin Teichmann und als technischer Koordinator hauptsächlich zuständig für die Bereiche KWK und Biomasse. Und ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr wieder beim BKWK-Kongress, diesmal als digitaler BKWK-Kongress 2020, aus der Arbeit der Clearingstelle berichten kann. Als nächstes möchte ich auf ein paar Zahlen eingehen, das heißt also, wie viele Verfahren und Erstanfragen haben wir bekommen bzw. bearbeitet, zu welchen Themen. Und in einem zweiten Schritt möchte ich dann erzählen über drei Verfahrensergebnisse, die wir abgeschlossen haben und für den Bereich KWK sehr relevant sind. Und zum Schluss möchte ich noch auf zwei laufende Verfahren eingehen und kurz erläutern, worum es da geht und wie eventuell die nächsten Schritte in diesen Verfahren sind. Ja, wie Sie hier sehen, haben wir in den ersten drei Quartalen 2020 sehr viele Anfragen bekommen. Und es sind bereits so viele Anfragen wie im gesamten Jahr 2019. Das heißt, im Moment werden sehr viele Anfragen gestellt, vor allen Dingen auch im Bereich KWK. Das sehen Sie hier auch in der nächsten Grafik. Auch wenn es derzeit immer noch fast zwei Drittel zu Solarenergie die Anfragen sind. Und ganz bemerkenswert übrigens hier von etwa 50% Dach-PV, so ist die Biomasse mit 8% der Anfragen doch im Moment schon auf Platz 2, gefolgt von der KWK mit 3% und schließlich Windenergie und Wasserkraft mit je 2%. Noch bemerkenswerter sieht man die Wichtigkeit der KWK bei den Verfahren. Nämlich haben wir im Jahr 2020 bisher 36 Einzelfallverfahren abgeschlossen und davon 7 Verfahren Biomasse und 2 Verfahren zum Thema KWK. Und ganz besonders bei den derzeit noch laufenden Einzelverfahren, das sind 13 Stück, sieht man, dass
Biomasse und KWK definitiv auf dem Vormarsch ist. Bei uns bei der Clearingstelle 7 Verfahren zur Biomasse noch laufend und 2 Verfahren zur KWK. Das bedeutet also 9 von 13 Verfahren, die derzeit bei uns laufen, bei den Einzelfallverfahren, sind zum Bereich KWK und BHKW. Ja, dann möchte ich als nächstes das Votum 2019-29 vorstellen. 2019-26. Und zwar geht es da um die Einordnung eines Fermenters für den KWK-Bonus. Zu klären war, ob die Wärme und der Strom für die Fermenterheizung beim KWK-Bonus anrechenbar ist. Und im Wesentlichen ist dafür steht im Zentrum die Frage, ob die Wärme, die verbraucht wird, Nutzwärme im Sinne des KWKG ist und ob sozusagen diese Wärme dann außerhalb der KWK-Anlage verbraucht wird. Und ob der Strom Nettostromerzeugung im Sinne des KWKG ist, also kein Eigenverbrauch der KWK-Anlage darstellt. Ja, im Ergebnis haben wir festgestellt, dass die Wärme und der Strom für die Fermenterheizung nicht anrechenbar ist beim KWK-Bonus. Und zwar kann dabei dahinstehen, ob der Fermenter jetzt Teil der KWK-Anlage im Sinne des KWKG ist. Denn zumindest im Regelungszusammenhang des KWK-Bonus im EEG haben wir entschieden, dass zumindest hier der Fermenter als Teil der KWK-Anlage gilt. Das bedeutet also, der Wärmeverbrauch des Fermenters findet innerhalb der Anlage statt und der Stromverbrauch des Fermenters ist der Eigenverbrauch der Anlage. Das nächste Ergebnis ist das Votum 2019-48. Es geht hier um die Höchstbemessungsleistung bei Drosselung. Und zu klären war hier, wie hoch die Höchstbemessungsleistung ist, wenn die Leistung zum Stichtag gedrosselt war. Und im Zentrum steht hier eigentlich die Frage, ob die installierte Leistung im Sinne des EEG eben die ungedrosselte oder die gedrosselte Leistung ist. Und darüber hinaus, ob gegebenenfalls der Regelungszweck zur Höchstbemessungsleistung auch eine abweichende Auslegung verlangt. Ja, im Ergebnis haben wir festgestellt, dass die installierte Leistung die gedrosselte Leistung ist, aber nur, wenn die maximale Leistungsabgabe auch technisch dauerhaft begrenzt ist. Das bedeutet also, es reicht nicht aus, dass ich einfach einen Regler hoch und runter drehe, sondern es muss wirklich sichergestellt sein, dass die Begrenzung dauerhaft und nicht einfach so geändert werden kann. Auch ist wichtig, dass die gedrosselte Leistung unter einem bestimmungsgemäßen Betrieb läuft. Das heißt also, auch die konkreten technischen Betriebsbedingungen zum Stichtag sind wichtig und es muss ein dauerhaft verfolgter Betrieb sein. Darüber hinaus schützt die Höchstbemessungsleistung nur den Status quo zum Stichtag. Das heißt, es ist unerheblich, dass die Investition ursprünglich in die ungedrosselte Leistung getätigt wurde und ob auch gegebenenfalls langfristig das Fahren einer höheren Leistung geplant ist. Das dritte Verfahren betrifft die Eigenversorgung und die EEG-Umlage, also alle Anlagen zusammen. Es geht um die Erweiterung von Bestandsanlagen bzw. älteren Bestandsanlagen. Und da haben wir im Schiedsspruch 2019-33 und auch im Votum 2020-14 entschieden, ob die Verringerung der EEG-Umlage auf Null bei dem Zubau von neuen Stromerzeugungsanlagen zu bereits bestehenden Stromerzeugungsanlagen erfolgt. Und zwar steht hier im Zentrum die Frage, können Bestandsanlagen bzw. ältere Bestandsanlagen durch einen Zubau erweitert werden? Es geht also um die Maßnahme der Erweiterung und sozusagen, ob der Zubau eben die Erweiterung ist und genau. Wir haben entschieden, dass im Ergebnis der Zubau neuer Stromerzeugungsanlagen eben genau diese Erweiterung im Sinne der Regelungen, also der Paragraphen 61e und 61f EEG 2017 ist. Und zwar vor allem aus dem Grund, weil die Maßnahme der Erweiterung nicht hauptsächlich sich auf die Leistung bezieht, also auf die Erhöhung der Leistung, sondern eher auf eine baulich-räumliche Maßnahme, also das Ergänzen von etwas, der Zubau von etwas. Allerdings muss man beachten, dass das Ganze nur unter der Voraussetzung gilt, dass eine vollständige Integration der neuen Stromerzeugungsanlagen in das bisherige Erzeugungs- und Versorgungskonzept erfolgt. Das heißt also, die neuen gemeinsam mit den alten Stromerzeugungsanlagen eine gemeinsame Funktion und ein gemeinsames Konzept ausüben. Ja, dann möchte ich noch auf zwei Verfahren eingehen, die derzeit laufen. Ihnen bestimmt schon bekannt ist das Empfehlungsverfahren 2019-8 zur kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe im KWKG
Und hier ist generell zu klären, ob die Möglichkeit der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe auch für KWK-Anlagen mit einer Leistung über 100 kW möglich ist. Und insbesondere ist das wichtig für KWK-Anlagen in der Ausschreibung und in der Direktvermarktung. Und man könnte auch sich fragen, ob gegebenenfalls eine generelle Zulässigkeit besteht, auch ohne dass diese explizit im KWKG geregelt ist. Und ein weiterer Punkt, der im Empfehlungsverfahren zu klären ist, der Umfang der Strommengen, die vergütungsfähig sind. Das heißt also, ich werfe einfach mal in den Raum die Begriffe Nettostromerzeugung, Bruttostromerzeugung oder auch Kondensationsstrom, KWK-Strom, Verluste durch Transformatoren und so weiter. Geplant ist dieses Verfahren noch dieses Jahr, also bis Ende 2020 abzuschließen. Gut, das letzte Verfahren, was ich vorstellen möchte und derzeit läuft, das ist ein Stellungnahmeverfahren 2020-1. Und zwar geht es da um den KWK-Bonus bei Holztrocknungsanlagen. Zu klären ist hierbei, welche Voraussetzungen des KWK-Bonus nach Anlage 3 Nummer 1.2 in Verbindung mit 3.2 EEG 2009, das ist die sogenannte Wärmenetzklausel in der Positivliste, eben gelten, um den KWK-Bonus geltend machen zu können. Und zwar ist dort definiert, dass als Wärmenutzung gilt die Wärmeeinspeisung in ein Wärmenetz, das mindestens eine Länge von 400 Meter hat und in dem die Verluste maximal oder nicht maximal, sondern unter 25% bezogen auf den Nutzwärmebedarf bestehen. Ja, hier ist zu klären, vor allem im Zentrum die Effizienz, also ist die Effizienz der Wärmenutzung im konkreten Fall der Holztrocknungsanlage Voraussetzung und wenn sie das denn ist, welche Kriterien gelten da, wie sind die Kriterien anzulegen, wie ist die Effizienz zu bestimmen und wo ist auch die Grenze zu ziehen, was ist noch effizient und was ist nicht mehr effizient. Ja, die räumliche Nähe von Holztrocknungsanlage und BHKW, da steht im Zentrum die Frage, ob das eventuell schädlich ist. Wenn man zum Beispiel die Wärmenutzung direkt neben das BHKW stellt, aber trotzdem an das Wärmenetz anschließt und sich eigentlich die Frage stellen könnte, der Anschluss an das Wärmenetz wäre technisch vielleicht gar nicht notwendig, man könnte auch eine Direktleitung nutzen. Und in dem Zusammenhang kann man sich auch fragen, ob ein wesentliches Überwiegen der Holztrocknung an der gesamten Wärmenutzung gegebenenfalls schädlich ist, wenn sozusagen alle anderen Wärmenutzungen wie Einfamilienhäuser, die am Wärmenetz angeschlossen sind, so ein bisschen in den Hintergrund treten. Das waren die Verfahren, die derzeit bei uns noch laufen. Ich hoffe, es war für Sie sehr interessant. Sie können gerne auch noch die Verfahren auf unserer Internetseite nachverfolgen unter www.clearingstelle-eeg-kwkg.de. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, wir haben jetzt einen kurzen Abriss bekommen hier über die Arbeit der Clearingstelle. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, wie wird denn die Clearingstelle aus Sicht von Betreibern gesehen. Brauchen wir überhaupt eine Clearingstelle? Und da würde ich ganz gern die Frage an dich stellen, Uwe. Wie siehst du das? Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung drüber. Nämlich, es gibt einen Dschungel an Gesetzen, Durchführungsverordnungen, Richtlinien, Merkblättern und was auch immer. Und für uns Betreiber ist es bei Detailfragen wirklich sehr schwierig, hier zu verstehen, was der Gesetzgeber überhaupt gemeint hat, was die Intention ist, die dahinter steckt und was wir eigentlich genau machen müssen. Und da helfen Anwälte oder auch direkt Anfrage zum Beispiel beim BAFA nicht weiter, weil das sind häufig Einzelmeinungen, die das Ganze eben von ihrer jeweiligen Seite aus betrachten. Und deshalb begrüße ich es, mit der Clearingstelle eine neutrale Anlaufstelle zu haben, mit der ich mit meinen Fragen und Problemen kommen kann und die dann auch versucht, einen Lösungsweg zu finden, der für alle Beteiligten dann gangbar ist. Und deshalb von mir her ein ganz klares Ja, wir brauchen diese Clearingstelle. Prima. Ja, wir kommen jetzt zu unserem letzten Punkt heute an diesem Tag. Und wie immer ist ganz klar unser Präsident jetzt gefragt, der in die Bütt steigen muss, Klaus-Heinrich Stahl. Er ist selbstständiger Wirtschafts- und Unternehmensberater, seit 2015 im Vorstand des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung tätig und seit September 2019 ist er unser Präsident. Und er wird jetzt natürlicherweise die blauen Marken des BKWKs kurz vorstellen.
Der BKWK muss ja auch ein bisschen in Eigenwerbung machen. Und zwar haben wir ja seit einigen Jahren die sogenannte blaue Energie als blauer Strom und blaue Wärme als Marken gezeichnet gehabt. Und der Hauptsloganssatz dabei heißt eigentlich so, wie es hier steht, mach deine Beitrag zur Energiewende sichtbar, weil wir sind der Meinung, die KWK-Anlage steht im Keller und die sieht keiner. Und wenn wir, was wir nicht sehen, können wir auch nicht publizieren. Und deswegen haben wir dazu einen sogenannten Logokoffer, diejenigen, die an diesem Programm teilnehmen. Und die Lizenznehmer sind, können daraus ihre eigenen Werbemittel machen, um, so wie zum Beispiel die Stadtwerke Lemgo, die bei uns also Zeichner des blauen Stroms und der blauen Wärme, die haben eine eigene Marke in ihrem Verkauf, nennt sich blauer Strom. Und das sind eigentlich im Grunde genommen die großen Voraussetzungen sind, dass der Strom und die Wärme aus KWK-Anlagen kommt. Ich hatte Montag ein etwas längeres Gespräch mit Green Schiller, die bei uns auch Mitglied sind. Das ist der Verband der Absorptionskälteanlagen. Und wir haben ja auch, wie Sie sehen, blaue Kälte dabei. Und auch das setzt voraus, dass die Anlagen für blaue Kälte aus einer KWK-Anlage stammen. Und im Grunde genommen hat diese ganze Geschichte dazu geführt, dass wir innerhalb von trotz Corona, wir sind offiziell am Markt gegangen auf der E-World im Frühjahr. Und trotz Corona haben wir jetzt fast jede Woche eine neue Zeichnung für die blauen Energien. Letztendlich bedeutet das, dass alle Hersteller oder auch alle Kontraktoren, die sich mit KWK in der Direktvermarktung beschäftigen oder Stadtwerke, sich doch gerne daran beteiligen sollten, damit im Gegensatz zum grünen Strom auch die hocheffiziente KWK eine Marke hat, die überall auch nachgefragt werden wird. Und das sind eigentlich im Grunde genommen so die Hauptpunkte unserer Eigenwerbung. Nicht? Das können Sie sehen. Selbst heilige Energie haben wir. Ne? Hier haben Sie nochmal die Logos der zurzeit voll zertifizierten Firmen. Und das war der Punkt einmal zur blauen Energie. Ja, selbst die heilige Energie greift auf die blauen Marken des BKWKs zurück. Da strengt sich natürlich die Frage auf, wann greifen Sie denn auf diese Marken? Und ich habe gehört, dass die Stadtwerke Lemgo so als erstes Stadtwerk tatsächlich für die blaue Energie zertifiziert worden sind. Und da kommt natürlich die Frage auf, wie aufwendig ist denn überhaupt das Verfahren und welchen Vorteil bietet denn dieses blaue Energie für die Stadtwerke? Uwe. Also der Eintrag in das Marktstammratenregister war tatsächlich viel aufwendiger. Und es war so, dass die Daten des Herstellerdatenblattes gereicht haben und bei Fragen natürlich auch der BKWK hilft. Und kleinere Anlagen sind ja auch in dem Register und brauchen eigentlich gar nicht viel machen. Also das war ganz einfach. Und welchen Vorteil habe ich? Nun, für den Bürger hier in Lemgo und der Fernwärmekunde vielleicht werden will oder den wir als Fernwärmekunde gewinnen wollen, ist KWK ein schwer zu verstehender Begriff. Also allein das Wort Kraft-Wärme-Kopplung ist für den normalen Bürger schon eine sehr schwierige Sache. Und die KWK ist zwar fossil, aber dennoch extrem umweltfreundlich. Und zum Beispiel hat unsere Kraft-Wärme-Kopplungssystem hier einen zertifizierten Primärenergiefaktor ganz aktuell von 0,39. Das ist also nicht so weit weg von den Erneuerbaren. Und dieses Zertifikat hilft uns, diese Vorteile dem Bürger gegenüber transparent und auch erklärbar zu machen und auch glaubwürdig gegenüber dem Bürger auftreten zu können und hilft uns dann dabei tatsächlich damit auch Kunden für die Fernwärme zu gewinnen und dem Bürger auch unsere Glaubwürdigkeit darzustellen. Und deshalb bin ich sehr zufrieden, dass es dieses Zertifikat gibt. Ja, die Gründe sprechen für sich. Und ich denke mal, an dieser Stelle kann der ein oder andere auch auf dieses blaue Zertifikat von Ihnen zurückgreifen.
Ich komme nun zum Fazit des zweiten Kongresstages. Im kurzen Abspann noch einmal geben, was heute denn so alles passiert ist. Zunächst einmal ganz am Anfang noch die Eröffnungsrede von dem Hauptgeschäftsführer des VKU, Herrn Liebing, der die wichtige Partnerschaft zwischen dem BKWK und dem VKU noch einmal herausgestrichen hat und ein gemeinsames Bestreben natürlich, nämlich eine bessere Wertschätzung für die KWK in Politik und Gesellschaft zu vermitteln. Ottmar von Hain hat uns gezeigt, wie die nationale Emissionshandel sich auf die Wirtschaftlichkeit von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auswirkt und die beiden innovativen KWK-Projekte haben einmal mehr gezeigt von BDB und von den Ahrtalwerken, welches Potenzial eigentlich in den kommunalen Versorger steckt und durch dieses intelligente Zusammenspiel zwischen KWK und erneuerbaren Energien, was man letztendlich alles vor Ort bewirken kann. Ja, Herr Kühne hat uns auf Redispatch 2.0 aufmerksam gemacht und hat uns aber auch gleichzeitig schon einmal ein paar Lösungsansätze mit an die Hand gegeben. Und die Clearingstelle, das haben wir gehört, die ist wahnsinnig wichtig, weil sie tatsächlich hier auf alle Beteiligten eingehen und sozusagen hier umfänglich sozusagen einen Lösungsansatz bietet. Am Schluss die blaue Energie. Ich kann sie nur hier an dieser Stelle aufmuntern und sagen, ja, nutzen Sie die blaue Energie, denn das ist die Energie, die vor Ort erzeugt wird und die letztendlich auch aus heimischen Energiequellen kommt. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank, dass Sie hier uns so lange zugehört haben. Ich komme nun einmal noch dazu, vielleicht einen kurzen Ausblick auf morgen zu machen, auf den dritten und letzten Kongresstag. Auch wieder Beginn hier um 13 Uhr, wie gewohnt in dieser Halle. Und morgen werden wir uns verstärkt mit der aktuellen Gesetzgebung befassen. Auch hier wieder schalten Sie ein, sind Sie unser Partner. Und wie gesagt, nutzen Sie die Informationen, die wir Ihnen heute und auch morgen und gestern bei dem Polit-Talk mitgegeben haben, für die Umsetzung der Kraft-Wärme-Kopplung auch in Ihren Unternehmen. So, ich möchte mich jetzt am Schluss bedanken, natürlicherweise bei dem Hauptgeschäftsführer von VKU, Herrn Liebing, für seinen wunderbaren Vortrag, den er gleich am Anfang gehalten hat. Und natürlich bei all unseren Referenten, die mit ihren Beiträgen dazu beigetragen hat, dass dieser Nachmittag wirklich auch Informationen enthalten hat. Und bei unseren Sponsoren, das habe ich schon getan. Natürlich auch bedanken möchte ich mich bei dem ganzen BKWK-Team, das überhaupt erst einmal diese Sendung ermöglicht hat. Bei der Firma Prosumer News, bei dem Herrn Luis Stahl, der ja tatsächlich diesen Ablauf auch so gut gestaltet hat mit der Daniela Rulfsheimer. Mein letzter Dank, wie immer, gilt dir, Uwe, für die wunderbare Begleitung in der Sinn, für diese Kompetenz, die du da letztendlich ausgestrahlt hast. Und man hat das auch gesehen im Chat, immer dann, wenn du drangekommen bist, da haben sie wieder viele zugeschaltet, weil sie einfach von dir wissen wollten, wie macht es LEMCO? Ganz einfach. Ich denke mal, von Machern für Machern, das war heute das richtige Ziel und ein Schlagwort. An dieser Stelle bleibt mir jetzt eigentlich nur eins sagen, mir hat es Spaß gemacht, dir auch, das habe ich gemerkt. Und ich denke mal, an dieser Stelle bleibt uns nur eins zu sagen. Ihnen allen bleiben Sie gesund, kommen Sie wirklich gut durch den Winter, sodass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen und hoffentlich in Berlin bei einer Präsenzveranstaltung, wenn es wieder heißt, der BKWK lädt ein zum 13. Jahreskongress 2021. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Machen Sie es gut und bis dann.